So, nach dem doch, wie ich gehört habe, einigermaßen gelungenen Einstieg und dank der Klarheit von Kollegen Tilz können wir jetzt sozusagen den Abgleichstest machen mit der Praxis, wie versprochen. Die Kollegen und Kollegen sind da. Jetzt fehlt uns der Rettungsanker Radunski. Wohin hat er sich verdrückt? Er kommt. Herr Radunski, bitte vorne nach zu uns kommen. Das ist nämlich der Mann, der uns aus der Patsche hilft. Das ist der Einzige, der dazu in der Lage ist, weil nämlich Herr Depping mir diesen kleinen Minizettel gegeben hat. Frau Krossner ist krank, ihre Stellvertreterin ist Stuttgart, die CDU bittet vielmals um Entschuldigung. Und wir bedanken uns bei Herrn Radunski, dass er in die Runde eintritt und mit seinem unglaublichen historischen Wissen uns bereichern wird. Also es war fast wie geplant und gemalt. Sie kennen ihn von seinen Büchern. Er hat das, was heute diskutiert wird, schon vor 40 Jahren geschrieben und ist, ich glaube, noch nicht mal sauer, wenn man ihn als altes Schlachtross bezeichnet, der Wahlkampfmaschinerie. Wir beginnen damit, dass vielleicht auch bei der Diskussion, dass zunächst Hans-Roland Fessler, Mitglied der politischen Wahlkampfleitung der SPD, wie bei allen anderen, uns 10 Minuten aus seiner Sicht die Strategien der SPD und die Ausgangslage hier im Wahlkampf skizziert. Und bitte, Herr Fessler, Sie haben das Wort. 10 fulminante Minuten. Die anderen bereiten sich deshalb schon geistig vor, dass sie es in ähnlicher Weise tun. Und dann diskutieren wir. Ja, meine Damen und Herren, ein Wahlkampf entsteht weder im Proseminar noch auf dem Reißbrett. Antonio Machado hat geschrieben, Wanderer und man könnte auch sagen Wahlkämpfer. Es gibt keinen Weg, der Weg entsteht beim Gehen. Die Verwissenschaftlichung des Wahlkampfs ist mir ein Gräuel und ich muss jetzt hier gleich eine Fußnote machen. So wie wir das von Herrn Dr. Tilz heute vorgetragen bekommen haben, ist es mir kein Gräuel. Ich habe einige Punkte richtig mitgenommen und ich bedanke mich dafür. Apus kennen wir, aber jetzt kennen wir es, glaube ich, noch ein Stückchen besser. Es geht im Wahlkampf um Überzeugungen, es geht um Botschaften und es geht um Emotionen. Auch das ist vorher schon angeklungen. Den Sozialdemokraten hat Urvater Lassalle, Herr Tilz, Gott sei Dank muss ich Sie nicht zitieren, sondern eben Lassalle, ins Stammbuch geschrieben, dass alle große politische Aktionen mit dem Aussprechen dessen beginnt, was ist. Ja, was ist denn nun? Die Antwort auf diese scheinbar einfache Frage ist ganz und gar nicht trivial. Sie ist essentiell. Wen fragen wir also? Die Demoskopen? Meinungsforscher stellen gemeinhin diejenigen Fragen, die ihre Auftraggeber ihnen aufgeben. Ehe wir fragen, was ist, müssen wir wissen, was ist und vor allem, was sein könnte. Natürlich geht es im Wahlkampf um den Zusammenhalt dieser Gesellschaft, um die Eurokrise, um die Bändigung der wild gewordenen Finanzmärkte, um den endgültigen Ausstieg aus der Atomkraft und die Durchsetzung der Energiewende, um innere und äußere Sicherheit und ein Dutzend weiterer Themen, die alle, die hier sind, nachts um 3 rückwärts aufzählen können. Das ist das, was ist. Aber das ist eben nicht alles. Beide Leute sein, hat Kurt Beck gefordert, und wenn er nicht auf dem Nürburgring in Schleudern gekommen wäre, hätte er wahrscheinlich seinen letzten Wahlkampf so fulminant gewonnen wie die davor. Er wusste, was ist, und er gab seine Antworten. Sein Politikansatz wurde oft als kasuistisch geschmäht, weil er einen, sagen wir mal in 2 Brücken, kannte, der ein Problem mit einer als Unrecht empfundenen Verwaltungsentscheidung hatte. Und wenn Beck diese Einschätzung teilte, dann wurde in Mainz der Riemen auf die Orgel geworfen. So geht erfolgreiche Politik auch. Für einen Bundestagswahlkampf reicht ein kasuistischer Politikansatz nicht aus. Auch wenn Gerhard Schröder einst einen Professor, sagen wir mal aus Heidelberg, kannte, der heute noch nicht richtig weiß, wie ihm damals geschah. Frau Merkel weiß das schon. Wissen, was ist, sagen, was ist. Wir hatten nach vielen Gesprächen draußen und noch mehr Rückmeldungen der sozialdemokratischen Basis die Erkenntnis gewonnen, dass viele Menschen das ungute Gefühl haben, dass unsere Gesellschaft aus dem Lot geraten ist. Nach dem Motto, jeder kämpft für sich, nur ich kämpfe für mich. Also, es geht um mehr wir und um weniger ich. Ist doch ganz einfach, oder? Oder ist es zu einfach? Jetzt und erst jetzt.
durften und mussten die Demoskopen ran. Und wenn Sie dann für diese Aussage eine Zustimmung von weit über 80% kriegen, es könnten sogar mehr als 90% gewesen sein, dann war und ist es nicht nur einfach, sondern dann ist es richtig. Das gilt übrigens auch für eine Reihe weiterer Themen, die sich Peer Steinbrück und die SPD aufs Panier geschrieben haben. Ich werde Ihnen und mir aus Zeitgründen ersparen, sie alle aufzuzählen, nicht etwa, weil ich Sorge hätte, dass sie sonst vielleicht abgekupfert werden würden. Das macht doch keiner, oder? Das weiß ich. Alles, was sauber zitiert und mit klarer Quellenangabe versehen ist, gilt nicht als Plagiat. Und die Kanzlerin hat bei der Mietpreisbremse alles richtig gemacht. Quelle: Sozialdemokratie, benannt. Das Wässerchen wird nur durch die eigenen Leute getrübt, die nicht aus diesem Becherchen trinken wollen. Aber das ist deren Problem. Die Erfindung der Lohnuntergrenze kann schon deshalb kein Plagiat sein, weil sie bei den Sozis einfach flächendeckender Mindestlohn heißt. Die Kanzlerin hat schon recht, Lohnuntergrenze, das ist was ganz anderes. Das ist etwas, was das Land nicht braucht. Wir haben da auch unsere Umfragen, sondern nur dem Zweck dient, asymmetrisch zu demobilisieren. Das böse Reizwort wird vermieden und der gewählte Begriff ist so hinreichend unklar, dass jeder mit seiner eigenen Interpretation selig werden kann. Und auch im Blick auf die eigenen Leute ist es ja eher ein PR-Trick. Die Vertreter des Wirtschaftsflügels fühlen sich nicht über die Maßen provoziert und die christdemokratischen Arbeitnehmer, die halten sich wenigstens für ein bisschen ernst genommen. PR-Tricks mögen im täglichen Handel und Wandel ihren Stellenwert haben, in der Politik halte ich sie dann für problematisch, wenn sie nicht der Produktpräsentation dienen, die natürlich im schönsten Licht stattfindet, auch bei uns übrigens, sondern ihrer Verschleierung. Peer Steinbrück hat erklärt, dass zur Finanzierung wichtiger Aufgaben, Bildung, Infrastruktur für einige wenige die Steuern erhöht werden müssen. Nun ist es ja nicht so, dass ein Kanzlerkandidat dafür nur mit Beifall überschüttet würde, wenn er sowas sagt. Aber jede und jeder Interessierte kann sehen, was diese klare Aussage für Sie oder ihn ganz persönlich bedeutet. Die Zahlen liegen auf dem Tisch und sind nachvollziehbar. Die Kanzlerin dagegen kündigt mal eben Wahlgeschenke von über 40 Milliarden, 45,6 genau an, nicht 28,5 Milliarden, wie eine Spur zu gnädig kolportiert worden ist. Und sagt zur Refinanzierung kein einziges Wort. Diesmal ist die Nebelkerze am falschen Ort gezündet worden. Der mediale und sogar der innerparteiliche Wind drehte sich gegen die Kanzlerin, die seither selbst hinter einer Nebelwand verschwunden ist. Oder haben Sie von ihr noch etwas dazu gehört? Ich nicht. Ihr 40 Milliarden Geschenk aber zerschmilzt im grellen Licht der Öffentlichkeit und jeder kann sehen, was davon übrig bleibt, nämlich nichts. Die Nervosität, die vorhin Herr Tils beschworen hat oder erkannt hat, kann man hier sehen. Das hat die Kanzlerin noch nicht oft erlebt und sie wird auf Wiederholungen gefasst sein müssen. PR-Tricks haben gerade auf der großen Bühne kein langes Leben. Das Publikum sieht sich schnell daran satt. Mir scheint, dass der Sättigungsgrad hier erreicht ist. Peer Steinbrück bleibt bei seiner Linie. Er sagt den Leuten, sie können mir glauben, denn ich verspreche ihnen nichts. Das ist im übertragenen Sinne richtig. Tatsächlich hat er einigen wenigen Besserverdienern höhere Steuern versprochen, in An- und Abführungszeichen. Das ist Klartext. Er könnte es sich leichter machen, in der Tat, aber eine Wahlkampfstrategie à la Merkel geht mit Steinbrück nicht. Und das ist gut so. Steinbrück empfindet, anders als Frau Merkel, das Ungefähre nicht als politische Wellnessoase. Und anders als die Kanzlerin und ihr Finanzminister hält er das Aufsichtfahren, das Muddling Through, nicht für Staatskunst. Er will auch moderieren, aber aus der Krise kann man das Land nur herausführen. Frau Merkel war gestern zum dritten Mal in den Hochwassergebieten. Ich hoffe mit ihr, dass die Leute jetzt endlich davon überzeugt sind, dass sie nichts will, als nur unbürokratisch helfen. Steinbrück sagt, die leidgeprüften Menschen dort brauchten nicht ihn, sondern die Bundeswehr. Das ist weder Strategie noch Taktik, das ist einfach seine Haltung. Aussprechen, was ist,
gehört wird auch das nur, wenn es über die Medien transportiert wird, bei den Leuten ankommt. Gerade junge Menschen beziehen zum Leidwesen der klassischen Medien ihre Informationen aus den sozialen Netzwerken und aus der Gratiskultur des Internet. Und trotzdem fängt Steinbrück jetzt nicht an zu altmeiern. Wer mit Klartext punktet, sagt auch hier, Leute, das ist nicht meine Welt, das kann ich nicht und deshalb werde ich hier auch nicht auf der digitalen Welle surfen. Das macht das Netz für den Wahlkampf nicht weniger interessant. Natürlich haben sich unsere Campaneros intensiv mit den Erfahrungen des amerikanischen und französischen Präsidentschaftswahlkampfes befasst. Statt so zu tun, als poste oder tweete er selbst, schreibt Steinbrück kurze handschriftliche Notizen und die werden dann eingescannt und ins Netz gestellt. Hübsche Idee und funktioniert. Was die klassischen Medien betrifft, ich habe das schon beim Metro-Workshop im Februar ausgeführt und daran hat sich nichts geändert. Mit Bild, Bams und Glotze ist es längst nicht mehr getan. Der Einfluss der Medien auf den Wahlkampf hat eine dramatische Veränderung erfahren. Das niedersächsische Wahlergebnis zeigt, dass die Menschen inzwischen genau zu unterscheiden wissen zwischen einem Medienhype, ganz gleich, ob er positiv oder negativ ausfällt, und der Realität. Peer Steinbrücks, heute schon mehrfach zitierter, klar erkennbarer Verlust an öffentlicher Zustimmung durch eine skandalisierte Berichterstattung über seine Vortragshonorare oder das Kanzlergehalt, hatten auf das niedersächsische Wahlergebnis keinen messbaren Einfluss. Die Landes-SPD stand am 1.9.2012, also vor seiner Nominierung, bei etwa 33% und holte am 20.01.2013 genau dieses Ergebnis, 33%. Offensichtlich hatten die Menschen Steinbrück persönlich seinen Stolperstart, und das war es ja, angekreidet, nicht aber der SPD und schon gar nicht Stefan Weil. Medienkonsumenten machen sich ein deutlich differenzierteres Bild von den Abläufen als das medial wiedergespiegelt und ich glaube auch in einigen Verlags- und Medienhäusern verstanden wird. Wir hatten das schon einmal, das ist nichts Neues. Erinnern Sie sich, Gerhard Schröder errang seine zweite Kanzlerschaft gegen den medialen Mainstream, der ihn persönlich und das rot-grüne Projekt schon Wochen vorher auf gut Deutsch beerdigt hatte. Auch dieser Totgesagte oder Totgeschriebene lebte länger. Das zeigt, der Einfluss der klassischen Medien schwindet, ohne dass die neuen Medien dieses Defizit schon ausgleichen könnten. Ein Medienwahlkampf, also eine vor allem auf die Bedürfnisse der Medien abgestimmte Agenda, ist unzureichend, wenn nicht falsch. Dennoch, natürlich, ist die Berichterstattung und die Kommentierung der Medien nicht trivial. Schön übrigens, wo Nachricht und Meinung noch sauber voneinander getrennt sind. Ich habe mich als gelernter und zu seinem Beruf nicht dissidenter Journalist nie an Spekulationen darüber beteiligt, ob die Bonner und später die Berliner Hauptstadtkorrespondenten nun eine Kampagne führten oder nicht. Die Wirklichkeit scheint mir viel banaler. Hans-Ulrich Jörges nannte in einem, wie ich finde, aufsehenerregenden Je m'accuse das Phänomen des Rudeljournalismus als Ursache für die Verirrung von kritischen Journalisten. Er schreibt den Blick auf die zwar nicht von ihrer Bedeutung, wohl aber vom journalistischen Umgang her vergleichbaren Fälle Wulff und Steinbrück sogar von besinnungslosen, lustvoll schmähenden Kampagnen. Für mich sind Kampagnen von strategischem Kaliber. Für diese Schießklasse hatte das mediale Feuer nie die Reichweite. Für Christian Wulff ist das allerdings nicht mehr als die Fußnote zu einer akademischen Betrachtung. Er hat am Ende des Tages mehr verloren als nur sein Amt. Während, um im Bild von Jörges zu bleiben, das Rudel hinter seinen Leitwölfen her Jagd auf Wulff machte, gab es, wenn ich mich nicht täusche und mich recht erinnere, nur eine einzige nachdenkliche Stimme im großen Journalismus, Heribert Brandl von der Süddeutschen Zeitung. Und nun, post festum, aber immerhin Hans-Ulrich Jörges, Respekt. Wahlkämpfer tun dennoch gut daran, sich nicht an der Rolle der Medien abzuarbeiten, weil das nur ablenkt und ohnehin nichts bringt.
Während Kanzler oder Kanzlerin den Kandidaten des politischen Gegners tunlichst ignorieren, bekommt er Herausforderungen nur über Konflikte Kommunikation. Und Kommunikation wird nicht auf den Plattformen generiert, die man gerne hätte, sondern die man hat. Da weder Angela Merkel noch Peer Steinbrück faul spielen wollen und das auch nicht tun werden, da bin ich mir ganz sicher, geht es um Konflikte in der Sache. Um das Bild einer verspießerten Biedermeier-Idylle à la CDU oder um das Bild einer modernen, mehr dem Wir als dem Ich verpflichteten Gesellschaft ohne Herdprämie, die ihren Fortschritt nicht nur durch das Bundesverfassungsgericht erreicht, sondern politisch selbstbestimmt erzielt. Das gilt ganz sicher für Rot-Grün und andere solche Sachen, aber die anderen Themen wollte ich ja eh nun mir aus Zeitgründen ersparen. Peer Steinbrücks Kompetenzteam steht, wie lange noch? 2 Minuten. 2 Minuten, das geht, das kommt hin. 2 Minuten habe ich noch. Peer Steinbrücks Kompetenzteam steht, seine Wahlkampfcrew ist nun sortiert und aufgestellt, jetzt geht's los. Der sozialdemokratische Kanzlerkandidat will, wie er das nennt, ehemalige Wähler aus dem Wartesaal zurückholen und ihre Stimmen bekommen. Und natürlich wird er Wähler der Mitte für das Freie, selbstbestimmte Bündnis der Starken mit den Schwachen zu gewinnen versuchen. Es wird nicht darum gehen, wie in einem Hamsterrad alle Wahlkampftermine abzuspulen und alle Milestones der Wahlkampfplanung abzulaufen. Es wird darum gehen, die Menschen zu erreichen. Das klingt so banal, dass man es kaum auszusprechen wagt. Gott sei Dank ist es hier heute schon mal gesagt worden. Aber in diesem offenen Geheimnis liegt der Schlüssel zum Wahlerfolg. Schon der niedersächsische Landtags- und der Frankfurter OB-Wahlkampf haben gezeigt, dass es weniger um die Popularitätswerte der Kandidaten als vielmehr um die richtigen Themen geht. Die SPD ist der Überzeugung, und ich teile sie, dass sie mit ihrer Kernbotschaft richtig liegt, wieder eine solidarische Gesellschaft zu errichten. Hier verfängt übrigens auch die nun schon in die Jahre gekommene Strategie der asymmetrischen Demobilisierung nicht, mit der Frau Merkel in den vergangenen beiden Wahlkämpfen nicht ohne Erfolg versucht hat, die Union als weichgespülte Sozialdemokratie zu positionieren. Bei diesen Themen ist die SPD das Original und wir wissen, darauf kommt es an. Weder sind die SPD noch Peer Steinbrück nach links gerückt. Das ist eine These, die hier noch nicht geteilt worden ist. Ich will es ganz kurz erklären. Links ist, wie die Mitte, auch kein fester Ort. Die Menschen haben in ihrer Mehrheit einfach genug von der marktkonformen Demokratie der Kanzlerin oder weitergefasst von Union und FDP. Sie verlangen wieder nach mehr Gemeinwohl und Gemeinsinn und haben von entfesselten Märkten die Schnauze voll. Es klingt wie ein Treppenwitz der Geschichte, aber die SPD kämpft um die Wiedererrichtung der sozialen Marktwirtschaft. Peer Steinbrück steht in der Tradition Ludwig Erhards. Und Frau Merkel kommt mir eher vor wie eine politische Schwester der Chicago Boys. Wo bitte ist hier noch links und rechts? Gerhard Schröder hatte schon recht, es gibt am Ende nur eine gute oder eine schlechte Wirtschaftspolitik, wenn es sie denn überhaupt gibt. Zentraler Punkt, dass bei der Rückkehr von der marktkonformen Demokratie merkelscher Prägung zum demokratiekonformen Markt das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet wird. Dafür steht mit seinem finanzwirtschaftlichen und ökonomischen Sachverstand, der unbestritten ist, Peer Steinbrück. Ich denke, so und genau so passen Spitzenkandidat und Wahlprogramm der SPD perfekt zusammen. In der Zwischenzeit werden wir die demoskopischen Wasserstandsmeldungen, vor allem dann, wenn bei einigen wenigen die trübe Brühe bis ans Ufer der Parawissenschaften schwappt, geduldig ertragen. Denn alles fließt. War ich in der Zeit? Okay. Herr Fessler, danke. Nur ein kurzes Intermezzo, ganz knappe Antwort. Verstehe ich Sie richtig, dass dieser Faktor sozusagen des Glaubwürdigkeitsvakuums oder des Entzugs aus Ihrer Sicht keine relevante Größe ist? Nicht mehr werden wird, nicht mehr sein wird. Ja. War es jemals ein Problem? Es könnte sein, ja. Könnte sein. Aber ich denke, hat jeder so seine Wahrnehmung. Okay. Ich denke, das wird, glaube ich, am Ende keine große Rolle mehr spielen. Was sind ganz knapp, welche Fehler sind die größten, die bisher gemacht worden sind bis heute, bis zum 11. Juni? Naja, es sind die Fehler, die in der Vergangenheit skandalisiert worden sind, als unglücklich verstandene Bemerkungen. Inhaltlich hat es ja nie jemand bestritten, auch das, was er gesagt hat, was als unglücklich verstanden worden ist. Das sind Fehler gewesen in der Kommunikation, keine Frage. Diese Fehler werden sich nicht mehr wiederholen.
Und jetzt geht es um Inhalte und das, was Person und Programm, gerade was ich am Schluss sagte, tun können, ist ja vorher sehr schön rausgearbeitet worden, um die ökonomische Kompetenz des Kandidaten mit dem gesellschaftspolitischen Anspruch der SPD in Einklang zu bringen und nach vorn zu führen. Das wollen wir versuchen. Okay, und die Europafrage teilen Sie auch, dass die SPD auf dem Feld der Europapolitik keinen entschlossenen Wahlkampf, Angriffswahlkampf machen kann? Nein, sie muss ja ihrer Verantwortung als europäische Mittelmacht dann selber gerecht werden, sollte sie in die Regierung kommen. Das kann man nicht, das hat uns behindert, aber das ändert nichts daran, das Richtige zu tun, wenn es für das Land gut ist, auch wenn es einem im Wahlkampf vielleicht nicht ist. Das heißt, Sie verfolgen die ganzen Dinge mit so einem gewissen stoischen Optimismus? Das lasse ich jetzt mal so stehen. Okay. Nach Ihnen kommt sozusagen, das ist ja auch eine Option bei vielen, auch des Fraktionsvorsitzenden, der Stratege Dr. Schmidt-Bordemann von FDP. Ich weiß nicht, wie viele Minuten Zeit Sie brauchen, um fulminant die FDP zu präsentieren. Keine 18 Minuten, sondern machen Sie es wirklich unter 10. Und beginnen Sie vielleicht gleich mit dem Satz, ist irgendwas dran? Halten Sie noch so eine sozialliberale Renaissance für möglich, die zum Teil ja auch in der SPD-Fraktion immer noch erträumt wird? Um mit sozialliberal beginnen, frage nur mit uns die Frage, was Sie als zeitlichen Horizont nehmen. Nicht, glaube ich, innerhalb der nächsten, nein. Also in der gegenwärtigen Positionierung ist das, glaube ich, strategisch für beide Seiten keine Option. Legen Sie los. Gut, vielen Dank. Also ich kann es mir jetzt nicht ganz verkneifen, auch wenn es sozusagen der einfache Weg ist, aber kurz auf das Thema Vertrauen einzugehen, das schon angerissen worden ist, das ist natürlich auch für die FDP ein Thema, aber sagen, das jetzt so abzubürsten nach dem Motto, das wird auch für die SPD kein Problem mehr sein, finde ich schon mutig, wobei ich gar nicht jetzt mich so sehr auf den Pino Grigio und dergleichen stürzen würde, sondern das eigentliche Kommunikationsproblem doch jetzt gerade in der Auseinandersetzung mit der CDU, erstens, das ist, wenn schon der Kandidat selbst im Fernsehen sagen muss, anders als die CDU setzen wir nicht auf Personen, sondern auf Inhalte. Das finde ich schon bemerkenswert für jemanden, der Kanzler werden will. Und zum Zweiten ist es natürlich in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit schon ein Problem, wenn die Person des Kandidaten und die Themen, für die er in der Vergangenheit stand, in der öffentlichen Wahrnehmung, ich will es mal ganz hintanstellen lassen, ob das jetzt ein berechtigter Vorwurf oder nicht, ist oder nicht, aber wenn dieses alte Image, was es gab, mit der derzeitigen inhaltlichen Darstellung anscheinend so rein gar nichts zu tun hat. Und das ist halt der große Unterschied eben zur Kanzlerin. Bei der Kanzlerin wissen die Bürger, was sie haben. Vertrauen ist im Prinzip ein relativ einfaches Konstrukt. Ich habe Erfahrung aus der Vergangenheit. Ich weiß, ob eine Person oder eine Partei zuverlässig handelt, ob sie tut, was sie sagt und sagt, was sie tut. Und ich habe ein Bild darüber, ob jemand Deutungs- und Handlungskompetenz besitzt, also ob er die Dinge richtig deutet oder in meinem Sinne interpretiert und ob er fähig ist, dieser Interpretation auch entsprechende Handlungen umzusetzen, die zu meinem Vorteil sind. So, und das haben die Bürger jetzt nach 8 Jahren Merkel relativ internalisiert, dass die am Ende in ihren Worten schon das tun wird, was gut ist fürs Land. Auch mal dann den Kurs verändert, weil sie einfach vielleicht dann festgestellt hat, sie findet das besser und das ist vernünftiger. Ob wir das als Koalitionspartner mal sehen, ist eine andere Frage. Aber internalisiert in der breiten Öffentlichkeit ist, das funktioniert, die verdient unser Vertrauen. Umgekehrt hat der Kanzlerkandidat der SPD nun gerade das Problem, dass bei den Themen, bei denen man ihm Vertrauen und Kompetenz zugebilligt hat, die Partei ihm anscheinend auf diesem Kurs nicht folgt. Und das stellt natürlich in der Öffentlichkeit das schon eine Diskrepanz zwischen sozusagen Parteiprogramm, Person. Was bekomme ich am Ende tatsächlich, wenn ich Peer Steinbrück wähle? Und da muss man sich gar nicht irgendwie an den ganzen Kleinigkeiten aufhalten, sondern das ist meines Erachtens das Hauptproblem. Und das ist natürlich bei einer Partei, bei Volksparteien, die den Kanzler stellen wollen, eine andere Thematik als jetzt bei den mittleren Parteien im Deutschen Bundestag oder die für den Deutschen Bundestag kandidieren, wo zwar auch das Personal als Transporteur sozusagen bestimmter Themen und Inhalte, also sozusagen war es eine Verkörperung des Programms, eine Rolle spielen, aber natürlich nicht in der hervorgehobenen Weise, wie das bei Volksparteien der Fall ist. So viel nur als Exkurs von mir dazu. Nicht so lange exkursieren. Ja, jetzt müssen wir uns an die FDP ranrobben. Genau, so. Also wo dann in dem Zusammenhang sozusagen das Problem der FDP liegt, muss ich wahrscheinlich auch gerade, also Stichwort Zuverlässigkeit tun, was man tut. Das war in der Öffentlichkeit in der Vergangenheit auch nicht unbedingt die Wahrnehmung, die wir hatten. Muss man mal, das ist dann jetzt auch die große Herausforderung, jetzt sozusagen strategisch in unserer Kommunikation gleichzeitig in dieser, also nicht sozusagen nur abzurufen, was die Leute bereits für ein Image von uns haben, sondern gleichzeitig auch deutlich zu machen, was die Leute eben von uns bisher vielleicht noch nicht so gesehen oder wahrgenommen haben. Ich glaube in dem Kontext allerdings, das kam in der Analyse von Herrn Tils etwas kurz,
ist es am Ende nicht nur das Überlebensthema, also das pure Überleben der FDP beispielsweise nach der Bayernwahl oder dergleichen, das dann wahlentscheidend ist, sondern es ist natürlich schon, das hatten Sie eigentlich auch kurz, wenn auch vielleicht mit einem anderen Dreh, als ich ihn gegeben hätte, angeschnitten. Es gibt natürlich immer noch und gerade zurzeit auch herausragende Kernthemen, die für die FDP relevant sind, wo die FDP sehr relevant ist und die jetzt auch sehr relevant geworden sind. Also da haben wir insbesondere ja nach den Parteitagen von SPD und vor allem auch den Grünen, ich möchte fast sagen, eine asymmetrische Mobilisierung erlebt, weil insbesondere das Thema Entlastung, Wirtschaftskompetenz, auch Geldwertstabilität natürlich jetzt eine ganz andere Rolle spielt, auch gerade, sagen wir, bei den 20-25% FDP-affinen Wählern in Deutschland, als es das vorher noch hatte. Wenn Sie vor einem Jahr sich Umfragen angeschaut haben, haben die meisten Wähler gesagt, das Thema Entlastung oder Belastung ist für mich nicht relevant. Ich vermute, es wird mir unter Rot-Grün nicht schlechter gehen als unter Schwarz-Gelb. Das ist natürlich eine Wahrnehmung, die sich jetzt im Lichte der vergangenen Monate dann doch oder der vergangenen Wochen deutlich verändert hat. Insofern ist es jetzt halt, also es gibt da sozusagen noch einen gewissen Attentismus, aber sozusagen man kann beobachten, demoskopisch, dass es da Bewegung gibt, dass ein Thema, das eben bisher, zwar von, wo wir große Kompetenz und Glaubwürdigkeit trotz oder auch wegen Regierungsarbeit in den vergangenen Jahren haben, also man kann immer lange über die Quellen streiten, aber selbst offiziell sind es immer 22 Milliarden Euro Entlastung, die dann noch am Ende zusammengekommen sind, aber das Thema hat wieder Anschlussfähigkeit, hat Relevanz und ist natürlich ein Thema, das wir entsprechend bearbeitet werden. Genauso wie umgekehrt auch das Thema Geldwertstabilität, Euro, was Herr Thiels ja auch richtigerweise als wahlentscheidend dargestellt hat. Und wo die FDP sozusagen als Korrektiv, als klarer, also als Motor in der Koalition eine klare Position vertreten hat und gerade auch mit Rainer Brüderle da auch insbesondere in der die Zielgruppe auch sehr relevanten Thematik, wenn man sich so diese über 60-Jährigen anschaut, auch große Anschlussfähigkeit besitzt. Insofern ist es jetzt nicht so, dass da die breite inhaltliche Lehre regieren würde, sondern es gibt durchaus mehrere inhaltliche Themen, wo man anknüpfen muss und wo man jetzt nicht nur sozusagen sich am Ende quasi vor den Wähler stellen muss und um die Stimme bitten. Das ist auch zum Beispiel in Niedersachsen ja durchaus, das muss ich eigentlich hier nicht ausführen, weil ich glaube, die Zahlen kennt eigentlich jeder und dass man in politischen Auseinandersetzungen sie nicht immer sozusagen korrekt zitiert ist etwas anderes, aber auch wenn man sozusagen alle gesplitteten Stimmen in Niedersachsen herausrechnen würde aus dem FDP-Ergebnis, unterstellend, dass selbst meine Eltern beispielsweise, die nun eher FDP-Wähler mit Fleisch und Blut sind, aber halt aus Tradition sozusagen und weil es halt einfach im Wahlkreis sinnvoll ist, ihre Erststimme der CDU geben, aber selbst wenn man all diese Wähler sozusagen als Leihstimmenwähler in der CDU zurechnen würde, hätten wir immer noch 7,2% gehabt. Es ist also keineswegs so, dass die FDP jetzt sozusagen irgendwie am seidenen Faden hinge, sondern insbesondere, wenn man halt, das sieht man ja auch in der Entwicklung, wenn es dann in die Wahlkampfphase geht, wenn wir in den direkten Kontakt mit dem Wähler kommen, und dann kann man auch gerade über das Thema Medienwahlkampf auch nochmal sprechen, dann kommen wir auch anders an, können wir anders ansprechen und überzeugen. Also die FDP hat auch in den vergangenen Jahren oder in den vergangenen Wahlkämpfen, auch im Prinzip seit 2002, nie auf eine Medienstrategie sozusagen gesetzt, dass wir jetzt allein eben auf Bildbams Glotze gesetzt hätten, sondern es ging am Ende immer darum, möglichst viele Wähler direkt zu erreichen durch Direktmarketing, online etc. pp. Gerade weil wir halt wissen, dass wir unser Bild in den Medien nur sehr bedingt beeinflussen können und im direkten Kontakt mit dem Wähler das halt etwas anders ausschaut. Ich habe jetzt die Zeit ein bisschen aus dem Blick verloren, bin ich? Gut. Ein Punkt, ist es gut oder schlecht, dass die FDP so dauerhaft bei 4% steht für die Mobilisierung? Das ist eine schwierige, gute Frage. Ja, die einfachen Fragen sind meistens die besten. Aber mal ernst, weil Brüderle und Co. sagen ja, das würde so einen Schub ausüben, auch jetzt auf die Wechselwähler oder die CDU-Wähler, um dann die Hilfe zu machen. Es wäre günstig, einen Monat vorher noch bei 4% zu stehen. Wie wird das bei Ihnen eingeschätzt? Ich glaube, also einen Monat vorher, also ich glaube, jeder hätte gerne andere Umfrageergebnisse. Das wäre auch wäre falsch, wenn man was anderes behaupten würde. Strategisch ist es sicher so, dass eine Umfrage von 4 oder 5 uns nicht schadet und im Zweifelsfall eher nutzen kann. Umfrageergebnisse von 3% oder darunter, das gilt auch für alle anderen Parteien, die sich sozusagen im Zweifelsfall bei Wahlen in diesem Spektrum tummeln, in der Regel halt für Mobilisierung vernichten sind, weil selbst diejenigen, die sie halt im Zweifelsfall noch bekommen könnten, halt sagen, das ist eine verlorene Stimme. Okay.
Nächster Punkt, jetzt dieses 40-Milliarden-Programm, wurde ja gesagt, das sei mit der FDP-Führung koordiniert worden, das zu machen, um eine Win-Win-Situation zu haben. Angriffsflächen gegen die SPD abbauen und für die FDP quasi so eine Art Schubkraft nach vorne über 5%. Teilen Sie die Einschätzung und war das gut koordiniert? Also von der Koordinierung wüsste ich jetzt nichts, aber es ist ja natürlich schon, also die, im Sinne von Profilierung auch klare Alternativen bieten, muss man natürlich klar, wird die FDP oder ist das Alleinstellungsmerkmal der FDP in den vergangenen Tagen deutlicher geworden, als es ohnehin war. Und wie ist die Einschätzung der FDP-Spitze bei Ihren Top-Strategen? Möchte Frau Merkel lieber mit der FDP nochmal eine Koalition machen oder stimmt die Hypothese, dass sie eine Zuneigung zur großen Koalition hätte? Ich glaube, dass sie eine Zuneigung möglicherweise zur großen Koalition hat. Die hätte sie in einer Situation, in der sie mit uns im Bund regiert und sozusagen die SPD als im Beifahrersitz im Bundesrat, allerdings faktisch wahrscheinlich auch. Auch. Stimmt die Aussage, war ja im Handelsblatt skizziert, dass die Industrie dieses Mal ganz besonders tief in die Kassen greift und die FDP unterstützen wird, dass es also an materiellen Ressourcen nicht mangeln wird? Geld für uns? Nein. Gar nicht? Nein. Alles klar. Okay, Runde und es geht nachher mit Fragen weiter. Jetzt kommt der Kollege von den Grünen. Er ist quasi fast ein Symbol für, ein Symbol für den Wahlkampf, weil er vertritt Steffi Lemke, die heute früh in den Wahlkampf muss, wegen dem Hochwasser. Auch Sie 10 pointierte Minuten und bitte schön, Herr Heinrich. Ich glaube dann nicht, dass ich so lange brauche. Okay, noch weniger, ist gut. Herr Tilz hat uns ja gebeten, in diesem Wahlkampf über Unterschiede und Alternativen zu reden. In einem Vortrag, den ich übrigens auch in großen Teilen sehr gut und fand und den ich auch teile. Über einen Unterschied reden wir gleich noch. Und ich will mal versuchen, hier zu sagen, um welche Unterschiede es in diesem Wahlkampf gehen könnte und auch gehen sollte aus unserer Sicht. Nämlich zum Ersten um die Frage, ob Deutschland eigentlich weiter von der Substanz lebt, also ob wir uns auf den Erfolgen vergangener Regierungen ausruhen oder auf die Politik, die Hausaufgaben für die Zukunft macht, damit wir auch noch in 10, in 20 Jahren gut leben können. Das ist eine Frage, wo es einen Unterschied gibt in diesem Wahlkampf. Also Ideen für morgen oder Antworten von gestern. Stillstand, dafür steht diese Regierung. Stillstand übrigens, in dessen Schatten teilweise sehr auffällig, teilweise im Verborgenen krasse Klientelbedienung wuchert. Oder eine positive Veränderungsbotschaft. Eine ehrliche, offene, positive Veränderungsbotschaft. Geht es also um Gemeinwohl oder Klientelbedienung? Und es geht nicht zuletzt um die Frage, gewinnt in diesem Wahlkampf eine politische Richtung, die den Leuten reinen Wein einschenkt, die also offen und ehrlich sagen, was sie wollen und wie sie es bezahlen wollen? Oder gewinnt hier das Modell, was ich mal als Tarnen und Täuschen bezeichnen würde? Also ein Modell, wo eine Kanzlerin eine Mietpreisbremse fordert, wo sie wenige Monate zuvor im Bundestag mit ihrer Mehrheit genau das Gegenteil beschlossen hat, wo sie dem Land Energiewende verspricht und dann 2 Jahre lang nichts dafür tut, dass diese Energiewende umgesetzt wird. Und die Grünen haben sich in all diesen Fragen sehr, sehr klar aufgestellt, für manche zu klar. Und ich finde, wir stehen ganz gut und fühle mich auch damit sehr wohl mit dieser Position. Das heißt konkret, in einem der zentralen Zukunftsprojekte dieses Landes, das übrigens, Herr Tilz, in keine der Kategorien kulturell, sozial oder ökonomisch ganz passt, sondern irgendwie alles ist, nämlich die Energiewende, sind die Grünen Kompetenzführer, und zwar nicht nur in der Frage erneuerbare Energien, sondern bei der Frage, wer schafft es in diesem Land eine sichere, saubere und bezahlbare Energieversorgung zu sichern. Deswegen teile ich die These, dass die Energiepreisfrage für uns primär ein Risiko ist, nicht. Die Energiewende ist für die Grünen eine große Chance und natürlich sind die Grünen auch eine große Chance für die Energiewende. Und zum Zweiten ist da das Thema, was Sie, wie ich finde, relativ eindimensional als das Thema Steuererhöhung bezeichnet haben. Sie sagten, wie ich finde, zu Recht, dass es hier um eine Interpretationsschlacht geht. Und diese Interpretationsschlacht über dieses Thema wird die nächsten Monate toben. Das ist übrigens auch gut so, weil auch da werden unterschiedliche Richtungen und da werden Alternativen deutlich werden.
Ich sage, es geht hier nicht primär um Steuererhöhungen. Es geht um die Frage von Gerechtigkeit und von der Zukunft unseres Gemeinwesens. Und die Grünen machen in diesem Wahlkampf dazu einen Vorschlag, ein Konzept, was zum Ersten sagt, wir wollen 90% der Steuerzahler entlasten. Eine Tatsache, die uns im Übrigen in den letzten Wochen sämtliche Faktenchecks, teilweise auch von Instituten, die uns keineswegs nahestehen, ich sage nur Stiftung Neue Soziale Marktwirtschaft, bestätigt haben. Wir bitten zum Zweiten diejenigen Menschen in diesem Land, die deutlich überdurchschnittlich verdienen, jetzt noch nicht die Reichen, aber die deutlich überdurchschnittlich verdienen, um einen etwas höheren Beitrag, um unser Gemeinwesen, um Schulen, Kindergärten, Straßen auch in Zukunft zu finanzieren. Angesichts von 120 Milliarden Investitionsstau pro Jahr in den Kommunen ist das ein verständlicher Vorschlag. Und angesichts von 2 Billionen Schulden auch. Und zum Dritten fordern wir von denen, die wirklich zu den Reichen zählen, das heißt Menschen mit mehr als 1 Million Vermögen, Unternehmen mit mehr als 5 Millionen Betriebsvermögen, einen deutlich höheren Beitrag zur Finanzierung dieses Gemeinwesens. Und wir glauben, dass wir mit dieser Strategie, mit diesem Programm, mit diesem Vorschlag nicht nur an Glaubwürdigkeit gewinnen, sondern am Ende auch an Profil. Und dass auch das Thema Steuern, Strich Gemeinwesen, am Ende nicht nur ein Risiko ist, wie Sie es beschrieben haben, das ist es mit Sicherheit auch. Denn wir haben ja in den letzten Wochen gemerkt, wie es sich anfühlt, wenn einem der Gegenwind von großen Teilen des Establishments in diesem Land sehr kalt ins Gesicht weht. Aber es ist auch eine große Chance, denn die Grünen haben, und damit will ich auch schon zum Schluss kommen, in weiten Teilen ihrer zentralen Forderungen breite politische Mehrheiten in diesem Land, viel größere Mehrheiten, als sich im Augenblick an den Umfragen für die Grünen abbildet. Energiewende, Mindestlohn, Erbschaftssteuer, gerechtere Bildung bis hin zum Thema höhere Spitzensteuersätze. In all diesen Themen haben die Grünen Mehrheiten, gesellschaftliche Mehrheiten. Und es wird zentral darauf ankommen, in diesem Wahlkampf diese gesellschaftlichen Mehrheiten am 22. September zu einer politischen Mehrheit zu mobilisieren und die Unterschiede deutlich zu machen und damit auch zu polarisieren. Die Grünen setzen also auf klares Profil, auf Ehrlichkeit, auf Mobilisierung durch die eigenen Themen und auf Polarisierung durch die Deutlichmachung von Unterschieden. Eine kurze Rückfrage. Ja. Dieser kalte Wind, von dem Sie sprechen, ja, in der Steuerpolitik, hat er denn auch nach den Beratungen im Bundesvorstand dazu geführt, dass man die Polarisierungsstrategie etwas abmildern wollte? Das wurde ja bei Ihnen intern diskutiert. Ah, okay, das ist mir neu. Nein, im Gegenteil, wir können uns ja nicht dementieren, um Gottes Willen. Wir haben ja gerade erst richtig angefangen. Was richtig ist, ist, dass wir natürlich für dieses Steuerkonzept bei den Menschen, die Fragen dazu haben, dafür werben. Wir werben auch beim Mittelstand dafür. Wir werden dem schwäbischen Bäckermeister natürlich klar machen, dass er von der Vermögensabgabe nicht betroffen ist. Und wir werben bei den Menschen, die zum Beispiel die SPD, Sie haben es eben genannt, 100.000 Euro im Jahr verdienen, um diesen höheren Beitrag. Aber wir werden auch gleichzeitig klar machen, dass teilweise der Wind, der da weht, von sehr gut organisierten Interessen kommt. Interessen sind für Sie nicht so mächtig, dass Sie sagen, Sie müssen jetzt da, sagen wir mal, etwas dezenter die ganze Sache kommunizieren. Nein, das wäre falsch. Wir könnten da keinen Schritt zurückweichen. Wir haben ein Programm, wir haben ein klares Programm. Übrigens ist dieses Programm und dieses Steuerkonzept auch die Grundlage für ein Ausgabenprogramm, was notwendig ist, um in diesem Land, wie ich eingangs sage, die Weichen auf Zukunft zu stellen. Also Schulen, Bildung, Straßen, gerechtere Sozialleistungen und nicht zuletzt natürlich Klimaschutz und Energiewende. Ja, latent, auch bei Spitzengrünen, doch immer eine hohe Sympathie für Schwarz-Grün, weil man sagt, die wichtigen ökologischen Sachen kann man mit der CDU und dem Wirtschaftsflügel besser durchsetzen. Wie stark schätzen Sie es ein, wenn die Zahlen es hergeben, potenziell nach der Bundestagswahl, dass man doch diese Option wieder ganz pragmatisch angeht? Ich habe ja eingangs beschrieben, dass es in diesem Wahlkampf um zwei verschiedene Modelle geht, zwei Richtungen. Für das eine stehen die Grünen und für das andere steht Angela Merkel und ihre Regierung. Das heißt, wie soll das zusammengehen? Keine Chance. Wie erklären Sie sich, dass dann Leute wie Bettina Gauss zum Beispiel in der Taz schreiben, bei diesem Wahlkampf gibt es einen Ozean der Beliebigkeit?
wenn andererseits diese Steuerpolitik doch ziemlich viel Aggressionen losgelöst hat. Wie kommt dieser Widerspruch in einer gewissen linken Publizistik, die halt das alles viel zu lahm und viel zu soft sehen oder gar zu Nichtwahlraten? Ich habe lange niemanden mehr gehört, der uns Softigkeit vorwirft. Insofern trifft der Ozean der Beliebigkeit vor allem eher die Regierung. Gut, wir kommen in die nächste Runde. Als Kontrast kommt jetzt, Dankeschön. Also ich sehe heute, die Referenten sind alle wunderbar in der Kürze. Vielleicht lässt sich Matthias Höhn auch von dieser Stimmung anregen und der andere Kollege auch. Und dann kommen wir noch in die Diskussion. Bitte, Herr Höhn, Sie können uns erzählen, wie dieses von Herrn Tilz avisierte linke Lager zusammengeschmiedet werden kann und wie Sie über Ihren Schatten springen können und wie die linke Mehrheit in Deutschland endlich zum Blühen wachsen sehen. Ja, das sind ja große Fragen. Also erste Bemerkung, die ich machen will, ist, dass ich fest davon überzeugt bin, dass Wahlzeiten, vor denen wir jetzt stehen, wenn man das so nennen will, Erntezeiten sind für das, was dreieinhalb Jahre davor oder auch noch länger passiert ist. Und auch wenn man wie ich oder wie meine Kollegen hier jeden Tag im Moment mit Wahlkampf befasst ist, muss man, glaube ich, sehr nüchtern erstmal an die Frage herangehen, was kann Wahlkampf eigentlich an Stimmungen noch verändern, zu dem, was im Moment überhaupt schon da ist und messbar ist. Und wenn ich jetzt mal das Beispiel nehme, was für die Sozialdemokraten in Niedersachsen angebracht worden ist, von September bis Januar hat sich nichts verändert. Er hat das positiv gewertet, aber man könnte auch sagen, dann hat der Wahlkampf ja nichts gebracht. Ich will das zumindest am Anfang kurz in den Raum stellen, weil ich glaube, dass wir über alle Dinge, die wir auch im Rahmen einer Wahlkampagne in den Parteien diskutieren, ein bisschen Nüchternheit an den Tag legen müssen. Und insofern will ich zumindest eine These von eben auch unterstützen. Ich glaube in der Tat, dass Bürgerinnen und Bürger, Wählerinnen und Wähler mittlerweile ein hohes Maß auch an Resistenz haben gegenüber dem, was sie in den Medien, in den Nachrichten übermittelt bekommen. Ich darf das sagen als Vertreter der Linken, ehemals PDS, wenn ich sozusagen über die letzten 23 Jahre nachdenke, an welcher Stelle wir mal die mediale Aufmerksamkeit auf unserer Seite hatten im positiven Sinne, dann sind das sehr begrenzte Zeitfenster in dieser Zeit. Das hat nichts daran geändert, dass es über die lange Strecke doch einen erheblichen Aufbauprozess und einen Erfolgsprozess gegeben hat. Trotzdem will ich aber auch nicht verhehlen, wenn wir jetzt hier im Jahr 2013 sind und die Frage, in welcher Ausgangssituation ist die Linke? Ich habe von Erntezeiten gesprochen. Sie sind alle politisch interessiert genug, um zu wissen, was meine Partei zwischen 2009 und 2012 so getan hat oder nicht getan hat und womit wir uns beschäftigt haben. Und insofern sind wir immer noch seit letztem Sommer, und das bleibt bis zur Bundestagswahl so, in einer permanenten Aufholjagd zu dem, was Stichwort Erntezeiten die drei Jahre vorher versäumt worden ist. So viel Realismus muss man haben, aber wir haben ja auch eben gemerkt bei meinen Vorrednern, Wahlzeiten sind auch Zeiten, in denen man sich Mut zuspricht. Das will ich natürlich auch tun. Ich glaube in der Tat, dass man, wenn wir über Wahlkampf und Bundestagswahlkampf reden, darüber reden müssen, an welcher Stelle, an welchen Punkten gibt es gesellschaftlichen Entscheidungsbedarf, woran macht er sich fest, was sind die großen politischen, gesellschaftlichen Konfliktlinien. Und ich würde zwei Linien definieren und dann ein drittes Problem noch anfügen wollen, was wir, glaube ich, nicht unterschätzen dürfen. Das eine ist die Frage der sozialen Ungleichheit, das ist die Gerechtigkeitsfrage, das hat eben bei den Grünen ja schon eine Rolle gespielt. In der Tat stellt sich die große Frage, wie viel Ungleichheit unsere Gesellschaft noch aushält. Das Oben und das Unten in dieser Gesellschaft geht immer weiter auseinander. Die sogenannte Mitte ist seit Jahren unter Druck und schwindet. Das gefährdet gesellschaftliche Substanz. Und wenn wir uns die Studien, die wissenschaftlichen Erhebungen dazu anschauen, was Bürgerinnen und Bürger zu diesem Problemfeld sagen, finden wir das ja auch bestätigt. Und das zweite Problem, glaube ich, ist mindestens genauso wichtig. Das ist die Frage, wer entscheidet eigentlich in diesem Land, also die Demokratiefrage. Wir haben nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in den letzten Jahren im Zusammenhang mit dem, was in Europa politisch entschieden worden ist, in der Europäischen Union immer wieder die Frage gehabt, nicht zuletzt vor unseren Verfassungsgerichten ja auch, wie viel Demokratie bei diesen Entscheidungen eigentlich noch vorhanden ist
und wo sie am Ende geblieben ist. Und auch das, glaube ich, merken Bürgerinnen und Bürger, dass sie am Ende kaum noch Einfluss haben auf diese Entscheidung, aber mitbestimmen und mitentscheiden wollen. Und an sich sollte das ja auch der Anspruch politischer Parteien sein. Und das zweite Beispiel, was ich zu dem Thema sagen will, Sie haben eben die Frage gestellt nach den Spenden. Ja, also die Frage des Lobbyismus und der Einflussnahme von Wirtschaft auf Politik und politische Parteien ist etwas, was Bürgerinnen und Bürger in der Tat stört. Und jetzt komme ich zu dem dritten Punkt, den ich angesprochen habe, neben diesen beiden Konfliktlinien. Das ist die Glaubwürdigkeitsfrage insgesamt von Politik. Wenn wir bis zum Sommer, wenn es den politischen Parteien nicht gelingt, bis zum Sommer noch ein deutliches Maß mehr an Schwung in diesen Wahlkampf und Mobilisierung zu bringen, dann wird auch im September die Wahlbeteiligung ähnlich sein wie in 2009. Also eine Zahl, mit der man nun irgendwie ja sagen kann, ja, das ist ja gar nicht so schlecht, aber die Frage der Demobilisierung und der zunehmenden Wahlenthaltung ist ein immer größer werdendes Problem, nicht nur auf der Bundesebene, sondern vor allen Dingen auch auf den Ebenen darunter. Und das hat in einem hohen Maße damit zu tun, dass eine ganze Reihe mittlerweile von Wählerinnen und Wählern sich von der Wahlentscheidung nichts mehr erwarten. Und das ist natürlich in den verschiedenen Bevölkerungsschichten, wie immer wir sie jetzt klassifizieren, unterschiedlich ausgeprägt. Aber bei denen, die seit geraumer Zeit entweder sich von sozialer Ausgrenzung bedroht fühlen oder real betroffen sind, ist dieses Maß mittlerweile enorm. Als gebürtiger Ostdeutscher kann ich sagen, wenn Sie dort durch die Großstädte fahren, können Sie das an Stadtteilen klassifizieren und wissen sehr genau, dass dort politische Parteien mehr oder weniger gar nicht mehr gelitten sind. Und deswegen will ich auch die Aufgabe ansprechen, und der werden wir uns stellen, zumindest was meine Partei betrifft, auch gezielt in diese Bezirke, in diese Bevölkerungsteile hineinzugehen und zunächst einmal für die politische Entscheidung, für die Beteiligung zu mobilisieren. Es ist, glaube ich, niemandem geholfen, wenn wir als politische Parteien uns alleine auf die konzentrieren, die ohnehin aus Pflichtgefühl, aus einem persönlichen Demokratieverständnis wählen gehen, sondern diese große Gruppe, mittlerweile über den Daumen gepeilt ungefähr ein Drittel, muss erreicht werden. Das ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt aus meiner Sicht unglaublich wichtig. Jetzt will ich noch eine Bemerkung machen zu der Frage des linken Lagers und dem Lagerwahlkampf, weil das ja eine sehr beliebte Frage ist. Ich komme mal zurück auf den Ozean der Beliebigkeit. Ich glaube in der Tat, bei allem Versuch der politischen Parteien Zuspitzung zu erreichen, diese Lager Schwarz-Gelb, Rot-Grün sind in der Wahrnehmung der Masse der Bevölkerung nicht mehr so krass vorhanden. Ich kann das nicht erkennen. Und es ist, glaube ich, auch wenn man sich die politische Substanz anschaut und mal die politische Polemik, die uns allen anheim ist, auch mir ist die nicht fremd, abschleift und mal in die Substanz schaut, reduzieren sich die großen gesellschaftlichen Debatten, glaube ich, auf ein sehr kleines Maß. Und deswegen teile ich den Ansatz zu sagen, einen Wahlkampf zu machen, um für Konstellationen zu mobilisieren, ist kein Wahlkampf, der im Moment mobilisiert, sondern es kann nur über den Transport von Themen, von Konflikten und von politischen Angeboten mobilisiert werden. Und letzter Punkt, weil ich glaube, meine Zeit ist zumindest jetzt hier abgelaufen. Die Frage der Authentizität. Also nun mag es ja möglicherweise sein, ich will darüber gar nicht streiten, dass Peer Steinbrück keinen Einfluss hatte auf das Wahlergebnis in Niedersachsen. Trotzdem ist es ja in der Tat so, dass die gesellschaftlichen Konfliktlinien, die ich am Anfang beschrieben habe, eigentlich für das linke Lager eine große Chance wären. Allerdings merken Bürgerinnen und Bürger auch sehr genau, wenn das Angebot nicht wirklich zu dem passt, der es vorträgt. Und ich glaube, dass das in der Tat das strukturelle Problem der Sozialdemokratie ist und sich auch bis zum Sommer nicht ändern wird. Und deswegen auch die Frage einer rot-grünen Mehrheit, die natürlich damit immer vorhergetragen wird, am Ende nicht aufgehen wird. Vielen Dank.
Habe ich Ihre vorletzte Bemerkung richtig verstanden, dass es diese Lagertheorie, die wir im Vortrag gehört haben, aus Ihrer Sicht gar nicht mehr so gibt, sondern dass auch die Linke eher in die Mitte reingewachsen ist und dass alles sozusagen sich ein bisschen doch trifft, dass eben diese Pointierung einer Linkspartei in dem Sinne gar nicht mehr existiert? Oder war das falsch verstanden? Also ich glaube, dass alle wissen, dass wir jetzt nicht unbedingt zwingend die letzten Jahre in die Mitte gerückt sind. Ich glaube, das ist jedem klar. Nein, ich habe nur darauf abgehoben, dass diese gegenüberstellende Mobilisierung oder die in den Raum gestellt wird, wir haben hier die Schwarz-Gelben und da haben wir die Rot-Grünen und liebe Bürger, dazwischen müsst ihr euch entscheiden. Ich habe darauf hingewiesen, dass mein Eindruck ist, dass das nicht die Wahrnehmung der Leute ist, dass sie sich zwischen diesen beiden Blöcken entscheiden müssen und im Zweifel auch davon ausgehen, dass jeder mit jedem koalieren kann und das haben wir ja auch alles schon erlebt. Natürlich sind wir... Nun habe ich dieses Rot-Grün ohnehin mit einem Fragezeichen versehen, ohnehin in diesem Lager nicht zugeordnet. Okay. Das mögen die beiden von Rot-Grün nicht, dass wir da zugeordnet sind. Und ich frage ja nicht lange nach, weil ich sowieso ein Nein kriege. Nein, wir machen ein politisches Angebot und dann gucken wir mal hinterher, was rauskommt. Das klingt so ein bisschen Sound of Peace and Harmony. Sie haben doch ein Wahlkampfteam, 8 oder 9 Leute sind dabei. 8. Wie kriegen Sie die unter einen Hut? Muss ich das? Ist Ihr Job. Nein, also man muss ja nur nicht versuchen, wie viel hat Herr Steinbrück mittlerweile? 12? Habe ich ja noch ein bisschen weniger zu tun. Also es ist ja nur nicht die Aufgabe in einem Wahlkampf, dass alle 8 irgendwie insofern unter einen Hut kommen, dass man gar nicht mehr merkt, dass es 8 Leute sind. Ja. Also ich kann jeden beruhigen, Sie werden nicht alle 8 irgendwie überall in der Bundesrepublik plakatiert bekommen. Es geht um Themen, nicht um die 8 per se. Und jetzt durch den Retire-Aktivitäten von Lafontaine, glauben Sie, dass dieses gespannte Verhältnis zur SPD etwas sich entspannt und dass es lockerer wird? Also diese These kenne ich ja, solange der Lafontaine oder der oder der oder der noch da ist, dann geht das alles nicht. Also ich gestatte mir mal, das persönlich zu beantworten. Ich war bis letztes Jahr 7 Jahre Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt. Galte bis dahin jetzt als Bundesgeschäftsführer, darf ich ja strömungspolitisch nicht so unterwegs sein, als Radikalreformer, also die rechte Seite in der Linken. Die Sozialdemokraten haben mir dort nach 2 Landtagswahlen 2-mal einen Korb gegeben und gar nicht mit mir reden wollen. Da war nicht Lafontaine. Also wenn es jetzt sozusagen, das ist ein vorgeschobenes Argument. Okay. Und diese Ost-West-Konflikte, die es ja immer noch gibt, hat Gysi vor kurzem mal intensiv erzählt. Haben Sie quasi als Geschäftsführer-Therapeut eine Lösung, wie Sie das machen können? Haben Sie da ein Politikangebot, ein ernsthaftes? Meinen Sie jetzt das Ost-West in der Partei oder das Gesellschaftliche? Natürlich in der Partei. In der Partei. Ach Gott. Mein Rezept wäre immer, diese Unterschiedlichkeit für sich anzunehmen. Also ich halte nichts davon, dem Ossi jetzt so lange zu bequatschen, bis er irgendwie so tickt wie der Kölner und andersrum. Das werden Sie bei mir nicht schaffen und das werde ich auch bei meinen westdeutschen Genossinnen und Genossen nicht schaffen. Mein Plädoyer ist zu sagen, es ist eine Bereicherung, wenn man das produktiv aufmacht, weil man für unterschiedliche Wählerklientel auch unterschiedliche Angebote machen kann. Wunderbar, ich sehe, Angela Merkel ist überall. Die asymmetrische Demobilisierung ist nicht nur bei der CDU zu sehen, sondern auch bei Ihnen. Vielen Dank. Und jetzt kommt der Pirat, Salomon Reyes. Bitte schön, in aller Kürze, Sie haben gesehen, die anderen machen das so tipptopp vor und Sie halten sich auch an die Regel. Auch. Ja, ich halte mich auch an die Regeln. Sagen Sie uns am Anfang... Ich habe sogar eine Präsentation vorbereitet. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt vorstellen soll. Wenn es zeitlich klappt. Ja. Aber sagen Sie nochmal, vielleicht, weil die meisten das ja nicht wissen, wie haben Sie den eigentlichen Wahlkampfkoordinator eigentlich jetzt sozusagen weg von der Festplatte gebracht? Der war ja bis vor kurzem noch angemeldet und plötzlich ist er weg. Warum so kurzfristig? Erschossen. Wie? Warum? Warum und wie? Nein, also die Sache ist die, wir arbeiten ehrenamtlich. Ne? Also jeder von uns hat einen Vollzeitjob oder einen Teilzeitjob und macht dann nach der Arbeit dann nochmal 2 Stunden pro Tag etwas. Und jetzt haben wir Wahlkampf und Personen haben dann halt manchmal zu viel zu tun, haben dann irgendwelche Sonderaufgaben in ihrem Job und dann können sie dann halt nicht mehr für die Partei arbeiten und dann kommen halt andere, die es genauso gut machen. Also so eine organische Lösung quasi. Ja. So, PowerPoint funktioniert hier, ne? Ja. Gut. Ja, ich habe 9 Folien, 2 pro Minute. Ich werde es jetzt auf 1 pro Minute machen. Umgekehrt. Ja, genau. Viele Leute haben jetzt schon ihre Strategie vorgestellt. Jetzt möchten wir unsere Strategie vorstellen. Wir sind Piraten, wir arbeiten schnell, wir arbeiten fraktal. Und wenn wir uns verbessern wollen, dann schauen wir in die Vergangenheit und schauen, was hat gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert.
2009 haben wir viele Stimmen gekriegt, 800.000 nur durch Zensusola. Wir haben 2011 viele Stimmen gekriegt, in meiner Ansicht und in der Ansicht der vieler Parteigenossen, auch wegen den Plakaten. Die Art und Weise, wie wir die Plakate konzipiert haben, wie wir sie rausgebracht haben, was wir raufgeschrieben haben. Aber es gibt noch Dinge, die missglückt sind, die nicht so erfolgreich waren. Dinge, die wir jetzt ändern wollen. Zwar, wir hatten auf Kann-Elemente verzichtet. Das waren Dinge wie zum Beispiel Wahlkampfauftakt, Wahlkampfabschluss, Direktkandidaten in jedem Wahlkreis, aktive Pressearbeit. Und wir hatten natürlich immer noch den Makel der Monothematik und im Allgemeinen die Trennung von Person und Inhalt. Ich finde es schön, wie hier schon angesprochen wurde, Themen statt Köpfe, ne? Nur halt mit anderen Worten. Da kommen die Leute jetzt langsam auf unsere Linie. Und wenn die auf unsere Linie gehen, gehen wir natürlich auf eine andere. Deshalb sagen wir jetzt Themen und Köpfe. Was soll das bedeuten? Wir haben in der Vorbereitung den Bundesparteitag gehabt. 2 Stück. Wir haben 13 Kapitel Wahlprogramm ausgearbeitet. Wir haben ein Kapitel Wirtschaft und Finanzen. Da steht was drin. Wir haben Außenpolitik, da steht was drin. Ja, wir haben Sicherheitspolitik, auch da steht was drin. Wir haben insgesamt 320 Forderungen. Sie können es auch Wahlversprechen nennen. So ein Wahlversprechen wie zum Beispiel Liquid Democracy. Und da wir ja nicht lagerspezifisch arbeiten, sondern themenorientiert, freue ich mich über das Angebot der PDS, dass sie dann im Bundestag, wenn wir gemeinsam da sitzen, mit dem Spruch, wer entscheidet in diesem Land, der Bürger wird gar nicht mehr gefragt, dann gemeinsam mit uns für Liquid Democracy sich einsetzen wird. Ja, dann haben wir natürlich Spitzenkandidaten, die wir jetzt einfach so nennen, weil sie halt die ersten der Listen sind. Aber es hat einen sehr synergetischen Effekt, weil wir damit auch zeigen, dass wir jedes Bundesland gleichwertig präsentieren und aus allen Regionen unsere Leute holen, die Fachwissen haben. Und es sind nicht so wie vorher irgendwie gemunkelt, irgendwelche Menschen, die dann irgendwelche guten Themen rausbringen, sondern es sind Leute mit Vergangenheit. Leute wie Susanne Wiest, Leute wie Bruno Kramm, wie Julia Probst, wie Sebastian Hamel oder Anke Domscheit-Bärd. Die haben alle schon lange gearbeitet. Das sind die Experten, die wir vor 1,5 Jahren immer angekündigt haben. Gesagt, wir wollen einen Ort schaffen, wo sich Experten sammeln können, um gute Dinge voranzubringen. Und diese Experten haben sich uns angeschlossen und arbeiten jetzt für uns und möchten für uns, beziehungsweise für die Gesellschaft, für unser Deutschland, hier im Bundestag arbeiten. Ja, haben wir also 2 Punkte abgehakt. 5 der Elemente, die ich am Anfang vorgestellt habe. Plakatsprüche kommen morgen, wie gesagt. Monothematik und Personen und Inhalte haben wir auch abgehakt. Kommen wir nur zu Zensusola. Wer wird das jetzt? Es gibt Politiker, die stellen Forderungen und die setzen Entscheidungen, die nur für ganz wenige Leute wirklich von Interesse sind. Aber der Rest der Gesellschaft ist mittel- und langfristig, bleibt hinten dran. Und das prangern wir an. Und das werden wir tun, indem wir uns wieder eine Person raussuchen und da voll draufhauen und sagen, die Art und Weise, wie hier Politik geschieht, das ist nicht die Art und Weise, wie wir es gut finden. Und ich meine, Sie sind Profi, ich bin auch Profi. Ich muss Ihnen nichts über Massenpsychologie erklären. Jeder personifizierte Konflikt ist 1000-mal stärker als noch so ein demokratietheoretischer Begriff. Und genau deshalb werden wir uns eine neue Ursula von der Leyen basteln. Wir haben da schon Dinge so, ne? Und wenn wir die rausbringen, dann können Sie sehen, was wir machen. Das ist natürlich nur Protest, das ist klar. Das heißt, so wie es da ist, geht es nicht. Aber man ist keine vollständige Partei, wenn man nur sagt, das, was dort ist, geht so nicht, sondern man muss auch sagen, so wird es besser gemacht. Und das werden wir tun. Wir werden 4 Begriffe prägen. Bürger- und Grundrechte, digitale Demokratie und mehr. Teilhabe und Offenheit und Integrität von Politik. Es gibt viele Dinge, für die Sie die Piraten kennen. Ihnen wird was einfallen, BGE, Ihnen wird einfallen, keine Ahnung, Transparenz, Ihnen wird einfallen, was weiß ich, Liquid Democracy oder Schieß mich tot, BDA, LSR. All das kann man mindestens unter einen dieser Säulen zusammenfassen. Und in jedem Interview, jedem Blog-Eintrag, jeder Aktion, Demonstration, die wir tun werden, werden wir darauf verweisen, dass im Endeffekt der Kern immer eines dieser 4 Punkte ist. Weil es ist schwierig zu sagen, ja, wir stehen für das, wir stehen für jenes und für Drittes. Der Wähler braucht etwas, wofür er die Person habhaft machen kann, die Partei sagen kann, ja, deshalb wähle ich euch. Und wir möchten es ihm einfach machen. Und deshalb werden wir diese 4 Begriffe prägen und diese 4 Begriffe in den nächsten Monaten voranbringen.
Wie werden wir es voranbringen? Naja, wir sind ein föderales System mit unterschiedlichen Landesverbänden, mit unterschiedlichen Kreisverbänden, die halt die Ideen haben und Aktionen, Demonstrationen durchführen. Und wir möchten denen einen Grundstock zur Hand geben, ein How-to, eine kurze Beschreibung, wie könnte man es am besten lösen, wie könnte man diese Aktion im Allgemeinen durchführen und den Rest an Ihnen überlassen. Wir vertrauen auf Sie, dass Sie das selber organisieren können. Wir haben viele Mitglieder, die sind ehrenamtlich und es wird sowieso nicht funktionieren, wenn wir im kleinen Kreis irgendwas ausarbeiten und das dann einfach eigenständig durchführen, sondern wir brauchen die Mitglieder und wir brauchen auch die anderen Menschen, die einfach nur Sympathisanten sind. Und deshalb werden wir Organizing stärker durchführen. Ich merke gerade eben, dass der Typo, den wir eigentlich haben, hier auf dem Computer nicht drauf ist. Das ist schlecht für mich. Egal. Also Aktionen, Demonstrationen, das sind die Offline-Dinge, die wir tun werden. Aber wir werden natürlich auch Online-Dinge tun. Das heißt Videoserien, Podcast-Serien, Internet-Memes. Und wenn man schon so föderal aufgestellt hat und an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Dinge hat, wie eine Ameisenkolonie, dann braucht man immer noch einen Ort, an dem man sich zusammenfinden kann, an dem man zurückgehen kann und Dinge nochmal bespricht, Dinge nochmal einlesen kann, sich nochmal Informationen holt. Und diese Informationsplattform, die wird auch erstellt. Es wird ein Infoportal geben, ein zentrales Infoportal, wo so gut wie alle Dinge, die Piraten machen werden, eingestellt werden. Ganz egal, was es sein wird. Wie gesagt, egal ob Schrift, ob Text, ob Aktion oder Bild. Es ist gerade in der Mache und wir wissen jetzt noch nicht, wann es genau rauskommt, aber ich denke, spätestens zum Ende Juni können Sie sich das anschauen. Das ist eine Hilfe für euch, für Sie als Bürger, für Sie als Journalist, für all die Menschen, die sich halt über die Piraten informieren wollen. Und für die Bürger, die jetzt keinen Internetzugang haben, haben wir natürlich auch eine Lösung gefunden. Weil wir sind natürlich nicht die Leute, die andere ausschließen wollen und sagen so, ja, wir machen es über Internet, weil das machen die meisten, der Rest soll sterben. Nein, wir ziehen alle ein, wir inkludieren sie. Und deshalb haben wir neben den Landesgeschäftsstellen natürlich auch Wahlkampfzentralen eingerichtet. 2 Stück, eine in NRW, eine in Berlin. Für die großen Parteien wird das selbstverständlich sein, unter Umständen, ich weiß es nicht. Für uns ist das schon ein großes Ding, weil so viel Geld haben wir dann auch wieder nicht. Und wenn dann jemand bei uns anruft oder uns besucht und sagt so, ja, ich möchte gerne ein Wahlprogramm von Ihnen haben, ich möchte mich über Sie informieren, dann stellen wir Ihnen die Frage, ja, hier 500 Seiten, können Sie es durchlesen? Aber wenn Sie darauf keine Lust haben, können Sie auch eine Kurzfassung haben. Sie können das Ding auch in leichter Sprache haben, ein bisschen verbildlichter. Sie können das Ding aber natürlich auch vertont haben als Hörbuch und es dann auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zu den Bekannten nochmal durchlesen. Wir möchten die Kommunikation vereinfachen und den Leuten die Möglichkeit geben, sich schnell und präzise über uns zu informieren. Auf die Art und Weise, wie Sie es gerne wollen, nicht wie wir es vorgeben. Und ab wann machen wir das? Naja, eigentlich sind die Vorbereitungen im vollen Gange. Aber das Ding auf die Straße zu bringen und den Leuten darzulegen, die jetzt nicht hier im Raum sind oder die nicht bestimmte Quellen anschauen, geben wir die Möglichkeit, dezentral aufzubrechen. Das habe ich angesprochen mit der Typo. Wir werden 3 zentrale Orte haben. Frankfurt für die Hessen-Landtagswahl, München für die Bayern-Landtagswahl und Berlin natürlich für die Bundestagswahl. Diese 3 Orten werden am selben Tag einen Wahlkampfauftakt haben. Und bevor Sie jetzt schnaufen und sagen, so an einem Tag 3 unterschiedliche Orten berichten, das geht ja nicht. Wir haben auch für Sie eine Lösung. Sie brauchen sich kein Flugticket kaufen. Sie können auch an einen der Orte gehen, dort sich hinsetzen, sich informieren von den Leuten, die vor Ort sind und der Rest wird Ihnen per Live-Schalte zugegeben. Ja, das soll es von mir gewesen sein, das soll es von den Piraten gewesen sein, wie unsere Strategie aussieht. Ich hoffe, ich konnte Sie da von unserem Konzept überzeugen. Ansonsten vielen Dank. Ja, danke. Nur noch eine kurze Rückfrage zum Verständnis. Der Piratenvorsitzende Schlömer hat ja im Deutschlandfunk gesagt, die Piraten sind im Grunde eine liberale Partei. Was meint er damit, mit der liberalen Partei? Ist das Mainstream bei den Piraten oder ist das eher seine Sondermeinung, weil er da in einem gewissen Milieu eingebettet ist? Naja, wenn ich sage,
ich bin Deutscher und groß, ja, dann bin ich sowohl groß als auch deutsch. Und wenn ich sage, ich bin sozialliberal, dann bin ich sowohl sozial als auch liberal. Und dass wir eine sozialliberale Partei sind, ich glaube, das wird niemand abstreiten. Niemand innerhalb der Partei und auch niemand außerhalb. Das ist kein Kampfbegriff jetzt, dass Sie in eine bestimmte Richtung gehen und aus diesem politischen Milieu stimmen wollen. Das ist damit nicht gemeint. Nee, per se nicht. Wir möchten einfach nur die Bürger- und Grundrechte wahren. Ja. Und das ist im Endeffekt das, wo es auf Liberalisierung hingeht, dass jeder Mensch nach seinem Gutdünken leben soll und sich so frei entfalten darf. Wie ist der Status sozusagen der inneren Kämpfe, wenn man die Spiegelartikel oder von der Kollegin in der FAZ liest, geht es ja robust zu. Ja. Sehen Sie da bei den Piraten einen Lernprozess, dass man sich ein bisschen schont und die Nerven schont und jetzt nicht gleich vollkommen mit Kalaschnikow arbeitet? Hat sich da was konsolidiert aus Ihrer Sicht? Und zweite Frage, ist diese Konsolidierung nötig, damit Sie überhaupt diese ganzen PowerPoint-Projekte umsetzen können? Naja, manchmal entsteht ein Konflikt dadurch oder wird ein Konflikt dadurch aufgebaut, dass sonst da nichts ist. Jetzt werden da andere Dinge sein. Und wir werden einen akuten Zeitdruck haben, der es uns nicht möglich machen wird, uns über solche internen Prozesse damit zu beschäftigen. Es ist immer so gut, dass man seine Kommunikation verbessert und grundlegende Sachen macht. Aber manchmal hat man halt Zeitnöte und dann kann man über solche grundlegenden Dinge nicht mehr weiter sprechen. Und dann wird es solche, sagen wir mal, Mimimi bei uns im Piratensprech, solche Dinge, die Konflikten aufgearbeitet werden, aber im Endeffekt nach 2 Tagen niemanden mehr interessieren, so in der Form, glaube ich, nicht mehr geben in den kommenden Jahren. Das heißt, so ein Hauch von Machtoption diszipliniert auch bei den Piraten? Ja, natürlich. Okay, gut, natürlich. Danke für die... Bitte schön. Jetzt, Herr Radunski, wie regeln wir das? Was ist Ihnen am liebsten? Wollen Sie auch? Weil das ist... Ein paar Punkte frei bereden und dann nur nach klären. Wunderbar. Und Sie müssen aus Ihrem Herzen keine Mördergruppe machen. Nee. Naja. Vielen Dank, dass Sie das machen. Das ist für uns eine große Hilfe und Sie retten uns, weil die Farbe fehlte. Und ich habe Sie bewusst jetzt zum Schluss dran genommen, damit Sie noch am Manuskript feilen konnten. So, ich will nicht aus dem Hintergrund sprechen. Ich kann auch nicht als Insider, sondern wie gesagt, das sage ich nur einmal, als engagierter CDU-Mann, der das allerdings sehr genau beobachtet und sich aus Erfahrung auch eine ganze Reihe von Dingen ja zusammensetzen kann. Also der erste Punkt, Strategie. Hat die CDU eine Strategie? Ich vermute zum gegenwärtigen Zeitpunkt nein. Meine große Hochachtung vor Grünen und SPD gebietet mir, dass sie schon eine haben. Auch bei den anderen Parteien hörte es sich so an. Das ist insofern nicht ungewöhnlich, als die CDU sicher einen ganz anderen Zeitrahmen und sie hat eigentlich ihren Zeitrahmen durchgesetzt, das ist ja bisher ihr großer Triumph, gesetzt hat als die anderen Parteien. Sie hat gesagt, wir machen Spätwahlkampf, Merkel soll lange regieren. Da hat es da Probleme gegeben, da gibt es dies und das, aber im Kern haben die anderen nicht angefangen mit Wahlkampf. Man kann eigentlich sagen, was Grüne und SPD bisher an Wahlkampf gemacht haben, war mehr für die CDU gut als für die CDU schlecht. Denken Sie die Steinbrückprobleme und denken Sie nur die Steuerfrage. Immerhin mussten die Grünen sich ja da erstmal arrangieren. Also der bisherige Ablauf des Wahlkampfs war so, dass diejenigen, die so ein bisschen begonnen haben, aber beginnen wollten, eigentlich nichts davon hatten. Und wir, die nicht begonnen haben, nicht bisher Schaden erlitten haben. Deswegen glaube ich, dass es diese Strategie noch gibt. Ich muss allerdings zur Strategiefrage immer eins sagen. Hier wurde ja vorhin in einer hervorragenden Weise von Herrn Tils strategisches Feld aufbereitet. Aber so wie muss man auch wissen, die Frage ist ja sowieso, wenn eine Strategie da ist, wissen das die eigentlich Parteimitglieder, die Leute, die einer Partei folgen, die also nur von Haustür zu Haustür gehen oder nicht? Ich persönlich, und ich kenne das auch so aus Amerika und aus vielen anderen Ländern, finde eigentlich, dass das Erste, was ist, dass derjenige, der sich in irgendeiner Weise für eine Partei einsetzt, die Strategie seiner Partei kennen muss. Tatsächlich ist es bei uns aber durchaus nicht. Ich bin ja, als ich als junger Mann in die CDU gekommen war und dann auch schon da so langsam an Präsidiumstischen saß, ja sehr großen, alten, erfahrenen Politikern begegnet, die dann immer gesagt haben, also hören Sie mal, junger Mann, eine Strategie hat man, darüber redet man nicht. Und da ist es mir einmal herausgerutscht, frech, da habe ich gesagt, ja, aber nicht jeder, der nicht davon redet, hat auch eine Strategie. Das ist also der erste wichtige Punkt. Natürlich ist die CDU nervös. Diejenigen, die Wahlkampf machen wollen, diejenigen, die die Auseinandersetzung sehen, die das allgemeine Meinungsklima sehen, ist ja richtig beschrieben. Wenn Sie heute nur die Medien sehen würden, würden Sie nie zu dem Umfrageergebnis der CDU kommen.
völlig ausgeschlossen aus dem Medienergebnis. Vielleicht ein bisschen können Sie aus dem Medienergebnis ein Stück aus der Popularität Merkels herauslehnen. Aber die Führungsrolle der CDU, die ja in den Meinungsforschungen nun unisono zustande kommt, die würden Sie nicht erkennen. Auch nicht die der SPD unbedingt, aber doch und auch nicht der Grünen. Aber so ein gewisses kulturelles Klima, das ist sehr gut bezeichnet worden damit, spricht eigentlich nicht für die CDU. Das will ich mal vorweg sagen. Und von daher ist natürlich auch eine gewisse Nervosität da. Und die Frage ist, wann fangen wir denn nur an? Wir müssen doch auch etwas machen. Denn die wirkliche Kunst besteht ja darin, alle Erfahrungen des deutschen Wahlkämpfens zeigt es, Popularität auch in Stimmen umzumünzen. Nicht? Ich meine ganz einfach, auf den meisten Wahlzetteln steht Angela Merkel gar nicht. Sie steht ja im Grunde nur in Mecklenburg-Vorpommern, wenn das so geht, wenn man da nicht irgendwelche, das geht halt nicht. Das heißt, ich muss CDU wählen, um Merkel zu wählen. Und diesen kleinen Vorschritt, den muss man den Leuten auch erklären. Das heißt, die Popularität und die Situation, auch die gewisse Zufriedenheit der Deutschen mit der wirtschaftlichen Situation, die zweifellos da ist und die meiner Ansicht nach Rot-Grün unterschätzen, um das auszubauen, zu stimmen, muss man mit den Leuten sprechen. Also von Haus zu Haus oder auch über Briefe, über Internet, über Telefone, über verschiedene Formen der persönlichen Begegnung, Nachbarschaftstreffen oder weiß ich was alles. Dies hat die CDU, das ist ein großes Plus der Zentrale, bereits geplant. Und auch die ganzen Maßnahmen als Formen wohlgemerkt, ohne Inhalt, den Mitgliedern schon dargestellt. Ich muss zugeben, ich habe die Kollegen bewundert. Ich habe sowas ja früher auch gemacht, Regionalkonferenz, wo ich Wahlkämpfe erklärt habe. Bevor ich aber nicht wusste, welche Politik in die Schläuche fülle, habe ich die Schläuche nie präsentiert. Das hätte ich nicht gekonnt. Dass man auf hohem Niveau politische Technik an die Basis transferiert, ohne zu sagen, was man damit macht, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und die haben sich das alle mehr oder weniger geduldig angehört. Welche Folgerungen sie daraus gezogen haben, weiß ich nicht. Deswegen glaube ich, die CDU gehört noch ganz gewaltig mobilisiert. Sie hat ein Problem nicht. Sie hat kein Problem mit ihrer Spitzenkandidatin. Die CDU ist gerne Kanzlerpartei, am liebsten, wenn wir den Kanzler haben. Braucht man nicht erst nur für den Kanzlerkandidaten sein. Und das wird sie auch wieder ohne weiteres machen. Nur das muss verbunden werden, das muss geleistet werden. Es muss den Leuten klar gemacht werden, dass sie nun auch zu ihren ganzen Verwandten, Freunden und wen sie alles haben, wirklich in der Lage sind, zu vertreten, warum die Situation wirtschaftlich, politisch gut ist. Und es ist klar, es ist das wirtschaftliche Feld, aus dem heraus die CDU einen Sieg gestalten kann. Die anderen Themen, das sind mehr so Auswärtsspiele, wo man Unentschieden holt. Aber die eigentlichen Tore schießt man zu Hause auf dem Feld. Das heißt, 10 Millionen, hat der Bundesgeschäftsführer gesagt, Gespräche will man führen. SPD hat nebenbei 5 Millionen Hausbesuche versprochen. Beide denken in die richtige Richtung, indem sie sagen, ich muss nicht nur Themen haben, sondern ich muss auch mobilisieren. So, jetzt haben wir aber noch gar keine Themen. Dann ist wirklich die Frage, womit lasse ich die Leute jetzt loslaufen? Und hier steht meiner Ansicht nach die CDU vor der strategischen Frage. Erstens, bekommen wir mit unserem Programm solche neuen Impulse? Sie müssen wissen, während die anderen Parteien fast alle ihre Programme haben, kommt die CDU erst Ende Juni. Da wird sie auch die Probleme auflösen, die Sie angesprochen haben mit der Finanzierung. Da stehen natürlich dann überall Finanzierungsvorbehalte drunter oder man sagt schrittweise, dann ist die Sache gewissermaßen im Rahmen der Realität gebannt und dann denkt man, naja, dann hat man es. Aber wird man überhaupt das Programmatische zur Anreichung der Popularität Merkels nutzen? Oder wird man einfach von Tür zu Tür gehen, Leute anrufen oder ihnen Briefe schreiben und sagen, Merkel, Merkel wählen, Merkel weiter wählen, Merkel, Merkel, Merkel. Das ist die große Frage, ob die CDU sich ein Programm gibt oder Merkel allein zum Programm macht. Letzteres wäre genauso neu und sensationell wie die Steuerpläne der Grünen. Das hätte es im Wahlkampf noch nicht gegeben, dass man nur eine Person, ich meine, mit Willi wählen und zieh mit, wähl Schmidt und so, war die SPD auch schon sehr nah dran. Aber man darf nicht vergessen, hinter der Brandpolitik stand ja nur die ganze große Ostpolitik. Dem würde ich nicht ganz die Emotionen jetzt der Europapolitik. Was wäre Ihre Empfehlung? In der unbedingt auch ein paar programmatische Themen zu suchen, weil wir sonst nicht zurechtkommen. Sie können die Leute nicht nur so durch die Gegend gehen und nur Angela Merkel loben lassen, obwohl das ja Gott sei Dank nicht so schwer fällt. Aber das wird alleine nicht gehen.
Also deswegen denke ich, kann ich mal ein Stückchen zubringen? Nee, macht nichts. Deswegen denke ich, dass dieser Punkt ganz wichtig ist. Was die CDU jetzt entscheidet, Programm plus Merkel oder Merkel allein? Ein bisschen wenig, aber immerhin. Naja, viel Programm soll es ja auch nicht sein. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Hocherstaunliche ist, dass sich die Partei vorgenommen hat, einen ungewöhnlichen modernen Wahlkampf zu führen. Wie gesagt, was da an Internet-Raffinessen, an Mobilisierungsüberlegungen da ist, ist wirklich fantastisch. Und das wissen inzwischen alle Parteien, das weiß heute jeder Wahlkämpfer international. Die Medien machen die Themen, da können wir kaum als Wahlkämpfer noch allzu viel machen. Aber die Medien machen nicht die Entscheidung. Die bringen die Leute so durcheinander, dass sie zum Schluss immer noch nicht wissen, was sie wählen. Oder ob sie gehen gar nicht erst. Deswegen ist es so wichtig, dass irgendjemand sie bei der Hand nimmt, sie anspricht. Und dieses, was die Amerikaner so strategisch schön sagen, Air War zu Ground War, meistens machen sie ja beides, sie haben genug Geld für Fernsehen, wie sie genau genug Geld zu mobilisieren haben. Aber diese neue Entdeckung ist gut. Und da freuen wir Wissenschaftler uns natürlich alle. Lasersfeld hat wieder recht, ist wieder da. Niemand kann Menschen so gut überzeugen wie Menschen. Und David Fluff hat für Obama das gleiche übergenommen. Die Amerikaner haben enorm mobilisiert in diesem Wahlkampf. Mobilisierung, 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 vor allen Dingen in der Nachbarschaft, Menschen, die man kennt und so weiter. Frage ist, wie viel gelingt unseren großen Parteien? Für CDU und SPD wird sich der Volkscharakter, Parteicharakter darin insbesondere manifestieren. Ich bin mal gespannt, wie die CDU in dieser kurzen Zeit dieses organisatorisch ins Rennen bekommt. Zur Koalitionsfrage. Also ich würde demjenigen, der jetzt weiß, welche Koalition Frau Merkel will, schon eine hohe Belohnung aussetzen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie weiß auch noch nicht. Sie nimmt es, wie das dann entsprechend kommt. Würde Schwarz-Gelb gehen, könnte sie gar nicht anders. Also so viel wird vom Wahlkampf übrig bleiben, der da Lagerwahlkampf ist ja hochinteressant. Ich glaube, seit über 10 Jahren erzählen uns alle Forscher, das ist vorbei mit dem Lagerwahlkampf und die großen Parteien machen nun gerade Lagerwahlkampf, wobei sie bei dem einen Lagerwahlkampf noch ein Glied abhacken, die Linkspartei nämlich, und das kann jetzt Lager einbeziehen. Also ich glaube auch, dass der Lagerwahlkampf so ganz ernst bei den Wählern keine Rolle spielen wird, aber dass wir so eine einzigartige Situation hatten, dass ein Kandidat, in diesem Fall die Kandidatin der CDU, so außer Konkurrenz ist, das hatten wir noch nie. Und von da aus wird natürlich der Wahlkampf sich schon zentrieren. Wesentlich andere werden nicht herausgestellt, aber vielleicht gibt es das ein oder andere Thema. Und die letzte Kardinalfrage für die CDU, ich glaube, Frau Merkel würde sie beantworten, sagen, wir machen das nicht, ist die Frage, ob man angreift, ob man sich in irgendeinem konkreten Thema mit den anderen auseinandersetzt. Vielleicht, ich vermute, es wird es die Steuer. Du kannst auch sagen, vielleicht tun wir den Grünen gar nicht den Gefallen, ihre heldenhafte Steuerpolitik hier dadurch aufzuwerten, dass sie dauernd angreifen. Vielleicht lässt man sie auch im Schweiß ihres Angesichts die Publizität für ihre Steuerpläne auch selber verdienen. Das muss man dann im Einzelnen sehen. Wo unser Thema da liegt. Aber ich glaube, es wird bei Wirtschaft und Sicherheit, die kombiniert, da haben Sie völlig recht, das wäre ein großes Ast der CDU, dass auch eine gewisse innere politische Sicherheit dazu käme. Und dann noch eben daraus zu sagen, daraus kommt eine chancenreiche Zukunft. Das werden bestimmt die Themen der CDU sein. Aber die Überraschung für mich ist eben, wann die CDU nun mit einer solchen Strategie herauskommt, wann sie ihren Leuten sagt und ob sie auf den Faktor Mobilisierung setzt. Denn da bin ich sicher, ein guter Wahlkampf hat heute zwei Eckpunkte. Der eine ist die Personalisierung und der andere ist die Mobilisierung. Nur über die beiden Faktoren, also im Gespräch von Mensch zu Mensch, aber auch über die Spitzenperson in den Medien, bekommt man Themen, bekommt man Überzeugung zu den Wählern. Danke. Ja. Danke. Danke, Herr Abitur. Können Sie aus Ihrer Erfahrung vielleicht noch einen Satz dazu sagen, wo Sie die Risiken und Nebenwirkungen von dieser asymmetrischen Demobilisierung sehen? Also den Gegner einzulullen. Was halten Sie von diesem Großkonzept? Also ich halte von der asymmetrischen Demobilisierung nichts, wenn ich sie auf das Thema Mobilisierung, also
meine Leute vor Ort an die anderen Wähler zu bringen. Das ist Poesie, das war im letzten Wahlkampf schon Poesie. Und ich glaube, die Prosa der Mobilisierung ist viel härter. Ich muss Gründe für meine Leute haben, dass sie wirklich wählen gehen. Also entweder müssen sie Angst haben, dass das Linkslager sich doch noch verbindet, oder sie müssen Sorge haben, dass tatsächlich diese Steuererhöhungen was werden könnten. Ich würde das Thema der Energiepreise überhaupt nicht unterschätzen. Also es gäbe eine ganze Reihe, wo man die anderen auch angreifen könnte, im Stil des Negativ-Campaigning, aber nicht personell. Das ist klar, da bin ich fest überzeugt, ganz fairer Wahlkampf, sondern im Sinne von Argumentationen. Also da glaube ich schon, dass man das braucht. Die asymmetrische Demobilisierung, in die jetzt auch Merkels Themenraubstrategie mit einbezogen ist, das ist, verstehe ich gar nicht. Ich meine, die SPD gibt deswegen das Thema nicht auf. Die Leute, die das bei der SPD gut gefunden haben, werden es deswegen nicht schlecht finden, sondern die Realisierungschance wird eher größer. Also ich sehe da, ehrlich gesagt, nicht eine Verunsicherung der SPD-Leute. Im Übrigen, ich meine, das war doch 2009 das Jahrhundertereignis. Das habe ich einmal in meinem Leben erlebt, eine SPD, die nicht wahlkämpfen kann und auch nicht wahlkämpfen will und überhaupt nicht wahlkämpft, das kann sich eigentlich nicht nochmal wiederholen. So viel Glück kann die CDU und Angela Merkel nicht nochmal haben. Also Sie würden sogar so weit gehen, dass dieser sogenannte Themenklau, Übernahme, Mietpreisbremse und die anderen Themen, dass das sogar ein Fehler sein könnte? Nein, ich halte es nicht für einen Fehler, weil eben übersehen wird, dass gerade die Diskussion etwa der Mindestlöhne oder so in der CDU ja auch eine Mehrheit hat. Das sind ja alles Themen, die sie übernommen hat, die eine große Rolle spielen. Und sie hat ja völlig zu Recht, das haben mir meine Oberbürgermeister gesagt, mit dem Mietenstopp. Ich meine, solange ich Politik mache, wenn Sie mit Mieten anfangen, da können Sie immer nur sagen, Mietpreise müssen verstoppt werden, dass der Staat da gar nicht viel tun kann, dass er höchstens dann keine Häuser mehr baut, wenn er die Grenze der Mietpreiserhöhung zu weit runtergeht. Das ist ein ganz anderes Thema. Es ist im Grunde Unsinn. Aber es gehört zu der weißen Salbe, die in jedem Wahlkampf immer wieder eine Rolle spielt. Die Berliner CDU hat 89 deswegen hier die Wahlen verloren. Aber da alle weiße Salbe gebrauchen, den Wähler, die weiße Salbe gut tut, sollen sie sie haben. Was macht aus Ihrer Sicht Angela Merkel falsch? Also ich glaube, dass es von Anfang an ein Problem in ihrer Wahlkampfführung gibt. Das ist die Bedeutung des Faktors Partei in Wahlkämpfen. Nicht im Inland, aber im Ausland habe ich mich getraut, auf Wahlkämpfe Vorträge zu halten, weil in Amerika sind nun Parteien wahlkampffördernde oder wahlkampfhindernde Instrumente. Eine Partei kann ja eher ins Gegenteil gehen. Sie ist dann unlustig, hat keine Lust, die SPD hat es beim letzten Mal erlebt, plötzlich stören die überall und werden auch zitiert und lassen sie auch zitieren und reden schon von der Zeit danach und plötzlich ist der ganze Mobilisierungsschwung hin. Diesen Punkt wird Angela Merkel wahrscheinlich aufgrund ihrer Popularität versäumen können, aber sie macht es falsch, wenn sie dafür nicht auch was tut, das zu vermeiden. Gut. Also ich will unsere Leute mobilisiert sehen. Ich danke Ihnen, Herr Radunski, dass Sie uns so die Zeit so gut überbrückt haben. Ich glaube, das war wunderbar. Jetzt, sicherlich gibt es noch Fragen von Ihrer Seite. Sie kennen das Spiel. Kurze Fragen. Gehen Sie einfach ans Mikrofon und sagen Sie pointiert, was Sie sagen möchten. Bitte schön, vielleicht der Herr im lindgrünen Hemd zuerst. Ich möchte Herrn Radunski sehr danken, weil er die Diskussion hier vielleicht auf eine Ebene bringt, die mehr Teilnehmer interessiert, nämlich die Instrumente im Wahlkampf. Und Sie haben das zentrale Thema Mobilisierung angesprochen. Und ich denke, das könnte der Megatrend in diesem Wahlkampf werden. Die SPD versucht es ja mit diesen 4 Millionen meiner Information nach Haustürbesuche. Die CDU, haben Sie gesagt, will 10 Millionen Gespräche führen. Ich habe jetzt die Altersstruktur der Parteien angeguckt von Professor Niedermeyer hier an der FU. Da habe ich bei der SPD 50% ist über 60 gefunden. Bei Ihnen sieht es ähnlich aus. Nur die Grünen stechen da positiv heraus. Und ich habe dann ein Interview gehört im Deutschlandfunk, Abteilung Wedding der SPD, wurde gefragt, gehen Sie in die 5-stöckigen Altbauten im Wedding? Da haben die alten SPD-Kompanieros gesagt, nee, das macht man natürlich nicht. Jetzt wollte ich die Vereinigten Wahlkämpfer eben noch mal fragen, wie stellen Sie sich denn die Mobilisierung konkret vor? Traut sich die SPD noch in einen Haushalt? Was machen die Grünen? Und bei den großen Parteien, ich glaube, sie haben Demografieproblem, kann das sein? Herr Rolf, bitte. Mich würde interessieren von SPD und Grünen, welche strategischen Vorkehrungen Sie für den Fall treffen, dass wie bei der Wahl 2009 sich 3-4 Wochen vor der Wahl empirisch herausstellt, also in Umfragen, dass die Machtoption unrealistisch ist. Danke. Meister Hönigsberger wieder in aller Präzision und Kürze.
Ja, schön, dass Sie da sind, Herr Radunski. Das waren früher noch Zeiten, Peter Glotz gegen Radunski. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung in der Bonner Landesvertretung der Hessen. Fischer war damals noch Hausherr, da haben Sie sich und Peter Glotz ganz schnell darauf verständigt, was bewirken Wahlkämpfe. Sie können vielleicht maximal 2% durch den Wahlkampf verschieben. Trifft das heute auch noch zu? Zweite Frage, die geht an alle bis auf den Piraten, weil der die Antwort ja schon gegeben hat. Internetwahlkampf. Was machen Sie eigentlich im Internet? Welche Rolle hat dieser Internetwahlkampf? Herr Fessler, das war ja wohl ein Witz, dass Sie sagen, Steinbrück schreibt Zettel und dann stellen Sie die ins Netz. Das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Wenn ich darf, Herr Leif, noch eine letzte Frage an Rot-Grün. Das ist ziemlich viel und, sorry, aber der Online-Bereich hat einen ganz tollen Programmkomplex mit Insidern. Ja, aber die sollen ruhig was dazu sagen, was ist okay. Sagen. Aber zwei Schade, die dritte Frage. Stimmt, jetzt kommt Jan Engelhardt. Ja, Jan Engelhardt, IG Metall. Ich habe eine Frage an die drei Vertreter. Ich bleibe jetzt mal bei den Lager des linkeren Lagers. Warum überlassen Sie Angela Merkel das Feld der Ökonomie und greifen es nicht an, und zwar im ganz konkreten Bereich, gar nicht Finanzmärkte oder Europa, sondern unmittelbar bei Fragen der Energiewende, zehntausende Arbeitsplätze bedroht, kein industriepolitisches Konzept. Ich vermisse es aber auch bei Ihnen. Liegt es an der Berliner Ferne zur industriellen Wertschöpfung? Gute Konz, Uni Tübingen. Mich würde interessieren, in die gesammelte Runde, wie Sie einschätzen würden, wie im diesjährigen Wahlkampf die Rolle von externen Politikberatern bei der Strategieentwicklung aussieht. Meine Frage richtet sich auch an die Instrumente, insbesondere Social Media. Da wurde vom Leidwesen Social Media gesprochen. Wenn wir doch aber wissen, wer sich da tummelt, nämlich gerade junge Leute, Leute aus sehr unterschiedlichen Bildungsschichten, die halt gerade nicht als sehr wahleuphorisch gelten, ist man dann auf der Höhe der Zeit, wenn man das so sieht. Danke. Nochmal, zuerst Ralle und dann Manuela. Eine Frage, die sich zunächst an den Herrn Heinrich von den Grünen wendet. Wegen des Inhaltismus der Grünen gab es ja ganz massiven Streit um die einzelnen Programmpunkte und die Grünen waren ja etwas unvorbereitet, hatte ich den Eindruck. Jetzt sind sie sogar vor Gericht gegangen, um gegen Herrn Dobrindt vorzugehen und da gescheitert. Müssen wir mit einer weiteren Verrechtlichung des Wahlkampfes rechnen? Und welche Rolle spielen eigentlich Fakten in diesem Wahlkampf, wenn nur eine Partei sich wirklich darum kümmert, wird Fact-Checking vielleicht in diesem Wahlkampf wichtiger? Okay. Manuela Glab, Universität Koblenz-Landau. Herr Radunski hat gestreift, ich möchte es gerne noch mal konkreter wissen, insbesondere auch vom Rest des Panels. Welche Rolle haben tatsächlich die Parteimitglieder für das Campaigning heute? Ja. Ich würde vorschlagen, um es ein bisschen zu wechseln, vielleicht Rot-Grün, wenn Sie mal zuerst beginnen mit dem Fact-Checking und mit der konkreten Fragen der strategischen Vorkehrung und wenn Sie einen kleinen Ausblick auf online geben. Alles knapp und pointiert. Ich fange mal mit Ihnen an, Herr Beste, zum Thema Fact-Checking. Ich hoffe das sehr, dass Fact-Checking in diesem Wahlkampf eine größere Rolle spielen wird. Auch wenn ich glaube, dass am Ende auch die Interpretationsschlacht, die Herr Tilz angesprochen hat, um die Frage von Gemeinwesen, Gerechtigkeit und Steuern nicht primär über Fakten entschieden werden wird, sondern um eine gute Begründung, eine gute Erklärung, eine gute Geschichte. Aber natürlich müssen die Fakten stimmen. Und Sie haben die Klage gegen Herrn Dobrindt angesprochen, die im Augenblick noch vor Gericht ist. Also das, dass sie gescheitert ist, stimmt nicht. Herr Dobrindt ist an dieser Stelle ein Sonderfall und deswegen ist diese Entscheidung, da an dieser Stelle vor Gericht zu geben, auch eine Ausnahmeentscheidung. Herr Dobrindt hat, wir kennen ja Herr Dobrindt, ne, er pöbelt gerne, er beschimpft gerne, das ist auch nichts, worüber wir uns groß aufregen, aber er hat im Bayern-Kurier einfach falsche Zahlen verbreitet und hat damit den Eindruck von Pseudoseriosität, den er sonst nie erweckt, aber an dieser Stelle hat er den Eindruck von Pseudoseriosität erweckt und wir wollen an dieser Stelle schon mal feststellen lassen, darf man in diesem Wahlkampf offensiv lügen über den politischen Gegner? Das ist eine spannende Frage, da bin ich mal aufs Ergebnis gespannt. Die zweite Frage, Mobilisierung, Internetwahlkampf, das würde ich gerne mal zusammenziehen, weil das, glaube ich, sehr viel miteinander zu tun hat. Die Grünen haben in diesem Wahlkampf mehr Energie in die Mobilisierung der eigenen Mitglieder gesteckt als je zuvor. Wir sind an dieser Stelle auch zweimal neue Wege gegangen. Zum Ersten, indem wir unsere Spitzenkandidaten per Urwahl gewählt haben,
und zum Zweiten, indem wir nach unserem bereits sehr intensiv mit Dialog und Debatte verbundenen Programmparteitag jetzt nochmal, just in diesem Augenblick wird ausgezählt, unsere Mitglieder über die inhaltliche Zuspitzung, über die neuen Programmprojekte abstimmen lassen. Das tun wir auch, nicht nur, aber auch natürlich, weil diese Art von Beteiligung zu einer größeren Identifizierung oder Identifikation unserer Mitglieder sowohl mit unserem Personal als auch mit unserem Programm führen wird. Zumindest ist es das, was wir uns davon versprechen. Und ich teile absolut die These von Herrn Radunski. Nichts ist überzeugender als ein überzeugter Wahlkämpfer. Menschen überzeugen Menschen. Und wir mobilisieren unsere Mitglieder darin. Canvassing. Tilman Holzer hat es angesprochen, Canvassing heißt ja nicht nur Haustürwahlkampf. Canvassing heißt einfach offensiv rausgehen, auf die Leute zugehen, sei das jetzt am Straßenstand, sich nicht hinter dem Stand verstecken oder sei das jetzt an der Haustür klingeln. Und auch da werden wir sehr, sehr stark einen Fokus drauf legen, auch weil unsere Mitgliedschaft es noch in den sechsten Stock schafft. Das haben wir in Berlin, im Berliner Landtagswahlkampf schon mal ausprobiert. Es funktioniert. Man ist manchmal ein bisschen außer Puste. Ich selber habe es auch gemerkt, aber es funktioniert. Internet. Ich glaube, 2013 wird der erste Wahlkampf sein, wo Internet einen Unterschied machen kann auf der methodischen Ebene. Natürlich muss am Ende die Geschichte stimmen, jenseits der Instrumente. Wir werden heute mit dem Internet Wahlkämpfe nicht gewinnen, aber wir können sie ohne Internet verlieren. Weil das Internet zentral ist inzwischen in der innerparteilichen Mobilisierung und der innerparteilichen Kommunikation, der Mobilisierung der eigenen Anhänger, der Beteiligung der eigenen Anhänger. Der Vertreter der Piraten hat ja gesagt, wie man, indem man den Rahmen vorgibt und Vorschläge macht, die Kreativität der Basis nutzen kann, teile ich absolut, machen die Grünen auch schon seit längerem. Internet zur internen Mobilisierung wird sehr, sehr wichtig, wird entscheidend sein am Ende, damit die Leute aber auf der Straße am Ende stehen und Menschen überzeugen. Das heißt, Wahlkampf wird geführt, indem Menschen Menschen überzeugen. Ob sie das an der Haustür tun, ob sie das per E-Mail tun, ob sie das auf Facebook tun oder ob sie es auf der Straße tun, am Familientisch, im Kollegenkreis, ist am Ende nicht entscheidend. Okay. Also, Herr Fessler, Ihre Replik auf die einzelnen Fragen? Ja, da wir uns kurz fassen müssen. Es ist kein Demografieproblem, wenn die Wähler der SPD oder der CDU, ich kann für die CDU nicht sprechen, über 50 sind in ihrer Mehrheit. Wo soll da das Demografieproblem leben? Es ist ein Teil der Bevölkerung, der von uns genauso angesprochen werden muss und überzeugt werden muss von der Abstimmung, wie jener Teil, der nicht mehr zugespitzt unbedingt auf Sozialdemokraten steht. Das ist kein Demografieproblem, das ist die Tatsache. Wir sprechen sie an. Wir hätten auch gern natürlich noch mehr Jüngere dabei. Wir kriegen auch welche. Wir haben schon eine Idee, wie das funktioniert. Es funktioniert übrigens über das Internet sehr stark. Die Tatsache, dass Herr Steinbrück seine Zettel einscannen lässt, heißt ja doch nicht, und das habe ich auch gesagt, dass wir den Wahlkampf händisch machen und Zettel schreiben, die wir dann posten, sondern das ist sein Zugang zu diesem Medium. Das ist, glaube ich, seiner Glaubwürdigkeit eher förderlich als abträglich, wenn er jetzt nicht anfängt zu tweeten, dass wir in der Kampa ganz entschieden auf Internetwahlkampf setzen, ist das eine, das ist richtig. Das andere ist, und das ist doch eine Binse, aber man muss sie offensichtlich nochmal sagen, sie müssen Wahlkampf über die Menschen führen. Nur dann können sie ihn gewinnen. Das wissen doch alle. Das ist ja nichts Neues. Wir haben übrigens an die IG Metall gewandt ein sehr starkes Wahlprogramm, was das Feld der Ökonomie betrifft. Und ich denke schon, wenn Sie es gesehen haben, damit kann man punkten, auch mit der ökonomischen Kompetenz von Peer Steinbrück. Das führen wir da schon zusammen. Ich denke, das soll es mal sein. Der FDP-Kollege, Sie externe Berater und welche Rolle spielen die Mitglieder bei Ihnen? Also was externe Berater anbelangt, also wir haben, wie ich glaube mit Ausnahme der Piraten, natürlich eine Agentur, aber keine Politikberatung im Sinne von, was muss jetzt passieren, so, das machen wir nicht. Welche Rollen spielen die Mitglieder? Da kann man eigentlich diesen gesamten Bereich, auch gerade Social Media, Internet, das ist schon angesprochen werden, sehr stark auch im Zusammenhang betrachten. Wir werden keine, davon muss man wohl ausgehen, keinen Online-Wahlkampf sehen oder erleben, wie wir in den USA hatten, wo man tatsächlich dann über die Facebook-Profile Millionen erreicht, sondern die Anhängerschaft im Internet ist bei allen Parteien relativ überschaubar, auch wenn sie sozusagen aggregierte Reichweiten zusammennehmen, man bei allen auch ganz nette Zahlen zusammenkriegt. Mit Sponsored Ads kann man da was machen, aber das ist nicht entscheidend für die Wähleransprache. Es ist ein Modernitätssignal und es ist wichtig für die Mobilisierung und Information der eigenen Leute. Deswegen haben wir ja zum Beispiel auch mit Meine Freiheit so eine Online-Basis sozusagen auch
wir hatten das vorhin sozusagen, den Bienenstock, wo dann eben auch alle hinkommen können, alle Informationen und so weiter, das gibt es bei uns auch. Klingt das auch wieder so ein bisschen skeptisch, dass online bisher in der öffentlichen Kommunikation wie auf solchen Konferenzen stets überschätzt wird? Also ich glaube, also die Frage ist mal, ich glaube, das hat Herr Fester ja gerade gesagt, also man darf jetzt, glaube ich, nicht glauben, wer jetzt den perfekten Online-Wahlkampf hinlegt, der hat die Wahl entschieden. Okay. Ich meine, da haben wir auch in Deutschland einfach eine andere Demografie als die USA, anderes Informations- und Unterstützungsverhalten, die Wahlauseinandersetzung ist eine andere. Also da bin ich schon bei, auf, was der Kollege sagte, ohne Netz verliert man im Zweifelsfall die Wahl, auch gerade, weil man sozusagen wichtige Modalitätssignale nicht setzen kann, weil man nicht auf der Höhe der Zeit ist, weil man nicht modern ist. Aber es ist nicht sozusagen, dass der Wahlkampf jetzt im Netz entschieden wird. Christian Lindner will in dem bevölkerungsreichsten Bundesland mit einer eigenen Wahlkampflinie durchziehen. Ist das abgestimmt mit FIPS? Also mit Philipp Rösler ist das darüber gesprochen. Und wir haben Nordrhein-Westfalen in der Vergangenheit, im Prinzip seit den 90er Jahren, auch immer eigene Werbeelemente gehabt. Insofern ist das jetzt nicht der große Aufreger. Gut. Herr Höhn, haben Sie zu der Mitgliederfrage noch eine neue Antwort und zur Online-Kommunikation? Also ich würde das auch gerne miteinander verbinden. Natürlich können Sie Wahlkampf erfolgreich nur machen, wenn er durch die Mitglieder die Fläche getragen wird. Ich würde die Frage nach dem Altersdurchschnitt mal ähnlich beantworten, wie das eben schon gemacht worden ist. Also man sollte nicht unterschätzen, was ältere Parteimitglieder an Kommunikation in der Lage sind, in ihrem gesellschaftlichen Umfeld zu leisten. Das heißt ja nicht, dass die nun alle in den achten Stock rammeln sollen. Und das Zweite ist, manchmal gibt es ja auch Fahrstühle. Das Zweite ist, was bei uns auch eine wichtige Rolle spielt, dass wir auch gezielt für den Wahlkampf, das haben wir 2009 auch schon gemacht, auch über eine sehr massive Aktivierung auch gezielt vor allen Dingen junge Leute gewinnen, die sich melden und in diesem Wahlkampf mitmachen wollen, auch wenn sie nicht Mitglieder sind. Also auch das wird es geben. Bei der Frage des Internets, auch wir nutzen das Internet zur Information, zur Aktivierung, zur Einbeziehung der Mitgliedschaft, Stichwort Wahlprogrammdebatte, auch das hat bei uns eine Rolle gespielt. Ich bin immer vorsichtig, euphorische Debatten darüber zu führen, wie viel man damit erreichen kann. Ich würde mal sagen, es ist weder Fluch noch Segen, es ist eine Gelegenheit. Und die sollte man nicht verstreichen lassen, in den Dialog zu treten, 1:1 Informationen übermitteln zu können. Aber man sollte sehr vorsichtig sein, Wahlkämpfe, zumal die in den Vereinigten Staaten stattfinden, unter einem doch sehr spürbar anderen politischen Setting zu meinen, man könne sie hier einfach kopieren. Herr Radunski, an Sie war noch die Frage Mobilisierung konkret. Können Sie da ein bisschen Butter bei die Fische geben? Ich will zunächst mal sagen, Sie dürfen bei der Mobilisierung nicht ganz, und wenn Sie Demografie sagen, nicht ganz übersehen, wen wir ansprechen wollen. Die CDU braucht die Alten. Wenn sie nicht über 55% bei den Alten hat, dann werden wir auch nicht regieren. Ja? Das heißt also, Alte mobilisieren Alte. Die Alte spielen bei uns eine Riesenrolle. Ich habe sehr lange und arbeite immer noch an der Mobilisierung der Seniorenunion, bin ja selber einer. Und wir haben da in der Tat die Möglichkeiten, die natürlich altengerecht sind. Ich meine, die rennen dann jetzt, müssen ja nicht in den 10. Stock von irgendwas rennen. Aber es gibt ja nun genügend Möglichkeiten, auch Leute parterre zu erwischen. Und das wird geleistet. Also die vielen auch altengerechten Veranstaltungen vom Frühstück bis zum Mittagessen, Kaffee zu ganz anderen Zeiten, das Hingehen und so weiter. Sie glauben gar nicht, was sich da für ein Raffinement an Wahlkampf ausgebildet hat. Das Problem sind nicht die Alten. Die sind relativ mobil, die tauschen sich auch aus, da wird auch gesprochen. Und wenn die CSU es gut macht, wird sie auch da wieder ihre 45-50% bekommen. Das Thema ist diese große, breite Masse der Berufstätigen, die irgendwo mit 30 beginnt und bei Mitte 50 aufhört, dass die noch angesprochen werden und mitmachen können. Da haben wir sehr wenig in der Partei. Deswegen haben wir nur eine Möglichkeit, Unterstützer von draußen heran zu holen. Zeitweilig, die mitmachen, da gibt es so ein Merkel-Team und so weiter, kann das im Einzelnen nicht ausführen. Aber da hat die CDU gut vorgearbeitet. Die Frage ist ja nur, kriegen wir genug Stoff, die auch den Leuten vermittelt wird. Was das Internet angeht und die gesamten Formen der Social-Net-Kommunikation, das sollten Sie nicht unterschätzen. Das wird diesmal eine ernste Kategorie, nicht nur beim Unionswahlkampf, soweit wir es bei allen anderen Parteien sehen, auch.
Wen das genauer interessiert, der soll sich mal an den Bundestagsabgeordneten Dr. Tauber wenden. Der hat ein ganzes Kompendium geschrieben, was man alles im Internet machen muss. Er ist auch im Bundestag ein Mann, der für Internet zuständig ist. Der hat so viel Anregungen gegeben. Denn eine Kategorie haben wir hier ganz noch vergessen. Das ist der Bundestagsabgeordnete. Es gab ja mal früher die Meinung, der Bundestagsabgeordnete ein unbekanntes Wesen. Und wenn wir im Bund 3% zu hatten, hat er auch 3% zu oder so in der Ecke. Heute können Bundestagsabgeordnete einen riesen Unterschied machen. Können Wahlkreise gewinnen, die gar keiner für möglich holbar hielt. Und deswegen wird da in enormer Weise, gerade auch bei den jüngeren Abgeordneten, gerüstet und gearbeitet. Das twittert nur so, kann ich Ihnen sagen. Da ist wirklich ein sehr massiver Wahlkampf. Und ich glaube, es wird daraus auch von allen Parteien her eine Riesenmenge Überraschungen von gewonnenen Wahlkreisen geben, wo es eben Leute schaffen. Das hängt einfach damit zusammen, und dann höre ich auch gleich auf, was die Mobilisierung so wichtig macht, die viele Nichtwähler, die meistens ja schon inzwischen die stärkste Partei sind, nennen Sie mal gern Partei der Nichtwähler. Und dann das große Parteiensystem. Denken Sie mal, was da an Wählern los ist. Teilweise können Sie ja schon mit 17-18% der Wahlberechtigten eines Wahlkreises in den Bundestag gelangen. Okay. Und da spielt die Musik. Und da wird auch eine ordentliche Mobilisierung, vor allen Dingen auch im Internet kommen, okay, wenn man da auch ohne die Jungen ja gar nicht auskommt. Übrigens, wir haben es auch getestet, darf ich nur sagen, im überparteilichen Zusammenhang mit Briefanschreiben und mit Internetmaßnahmen kombiniert, ist es uns in mehreren Landtagswahlen gelungen, da wo wir das gemacht haben, bei den jungen Menschen eine 10%ig höhere Wahlbeteiligung zu bewirken. Herr Reyes, Sie haben zugehört. Ist das auch eine Lösung für Sie? Sie haben wahrscheinlich mehr Offline-Probleme als Online, oder? Ja, ich finde es immer so bezeichnend, dass zwischen Online und Offline distinguiert wird. Das ist voll lächerlich in meinen Augen. Also diskriminiert wird? Distinguiert, also unterschieden wird. So. Entschuldigung. Die Frage, die sich einen stellt, ist halt, eine Rundmail, ist das jetzt eine Internetaktion, eine Onlineaktion, eine Ketten-SMS, ist das jetzt eine Offlineaktion, ein Flugblatt, das verteilt wird, auf dem auf eine Internetseite verwiesen wird, ist das jetzt eine Online oder eine Offline oder beides? Also es geht halt dahin, dass das Internet kein Ding ist, was man irgendwo in der Ecke stehen hat, oder dann macht man das auf und dann benutzt man das oder so, sondern das ist halt schon in uns drin, schon während wir darüber reden, ist es schon seit 20 Jahren da und wir benutzen es. Alles, was hier gesendet wird, das ist Internet, wenn man das so will. Alles, was wir jetzt hier gerade sprechen, ist Internet. Man braucht nicht über Dinge reden, die man sowieso hat. Das wäre so, als würden wir über die Luft reden. Zur Mobilisierung. Ja, beim Piraten wurde es natürlich schon sehr weit ausdiskutiert, dass wir eine ehrenamtliche Partei sind. Unsere Mitglieder sind Multiplikatoren und Produzenten. Sie bringen Dinge, die produziert werden, weiter und sie erstellen selber Inhalte. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Projekt habe, Piratentag, dann schreibe ich eine Rundmail raus an die ganzen Untergliederungen und sage so, ja, wer diese Mailingliste liest und Lust hat, Piratentag zu organisieren, möge sich bei mir melden. Und dann kriege ich ein paar Dutzend Antworten. Und dann ist mir völlig egal, ob es ein Kreisvorsitzender ist, ein Landesvorsitzender oder irgendwie nur ein Mitglied oder ein Sympathisant, der die Mailingliste liest. Der macht dann mit bei dem Projekt und das wird ausgearbeitet und dann hat man am Ende ein Ergebnis und die guten Ideen setzen sich durch und die schlechten Ideen bleiben halt in ihrer lokalen Blase hängen und werden dann wieder eingestampft. Das ist die Art und Weise, wie wir Mitglieder mobilisieren und Mitglieder dazu bringen, dass sie halt unsere Ideen weiterbringen. Bei Ihnen noch wichtige Kommentarfunktionen oder die strategischen Vorbedingungen, wenn Sie merken, dass Sie scheitern, Herr Fessler, dass es nicht läuft, das war wir ja die Ulfa. Ja, also eben, und ich denke, wie ist Ihre Antwort auf die strategische Frage, die sozusagen wie Pain in the Ass an Sie gerichtet ist? Naja, ob die Strategie gescheitert ist, wissen wir am 22. September. Geben. Mehr hätte ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet zu dem Zeitpunkt jetzt. Gibt es noch andere Kommentare oder ganz wichtige Fragen? Wir werden das noch austapezieren nach der Mittagspause. Ich sehe jetzt keine Handzeichen, sodass offenbar ganz dringend. Besser, ja. Das, was Peter Radunski gesagt hat im Blick auf die Nichtwählergruppe, ist ja ein Thema, was auch sonst thematisiert wird. Meine Frage, wie verbinde ich das mit dem anderen Thema Glaubwürdigkeit der Parteien? Wir haben gestern dazu eine
Skala gehört. Da war es das Licht von Grün bis zur FDP runter. Für mich ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass die Parteien im Blick auf diese Gruppe der Nichtwähler an Glaubwürdigkeit gewinnen. Ich danke Ihnen. Ich würde sagen, das nehmen wir als Konterbande zu Herrn Weidenfeld um 14 Uhr. Da kann er die Mittagspause mit verbringen und nachdenken, wie er diese Vertrauensfrage klärt. Mir bleibt Ihnen zu danken, vor allen Dingen Herr Radunski. Ich nehme Sie ja vor, weil Sie uns wirklich geholfen haben. Sie haben Farbe ins Spiel gebracht. Danke für Ihre Spontanität. Aber auch danke an alle anderen Diskutanten für die wunderbare Runde. Ich denke, der Vormittag ist einigermaßen so als Aufwärmphase da. Es kann auch noch besser werden. Dafür werden Sie jetzt erfrischt bei einem Mittagsimbiss. Repressionsfreie Hirse, Bambusragout, MacPom und rote Grütze vegan. Alles im Erdgeschoss. Viel Vergnügen. Wir sehen uns wieder um 14 Uhr.